White Russian, jetzt wieder endlich mal mit Kanalstöpsel. Hä? Na, das Kanal. Kanal, verstehst du? Verstehst du? Ja, ein bisschen. Okay, gut. Nee, es war schon witzig, ich weiß ja, schon. Ja, alles schon klar, okay. Du bist Karma, ich merke. Alles klar. Ist ja auch in Ordnung. Ich will Karma-Abzug. Ihr habt auf jeden Fall keinen Karma-Abzug, sondern ihr habt ganz viel Karma verdient für die letzte Folge. Oh, voll die Überleitung, wo ihr ja richtig viel gemacht habt. Das muss Karma geben. Also ich meine, reden. Und... Reden? Auch im Smokers Club gucken. Naja, wir haben das gemacht, was Frauen am besten können. Nicht schlecht. Ja, das und das hört gut und nähen ist ja dann auch, also ihr habt wirklich das Hausfrauenbuch gelesen. Ich hoffe, wenn Guso irgendwann mal von seiner längeren Reise zurückkommt, dass ihr dann auch mit Schmorbraten für ihn bereitsteht, dann kann's Karma geben. Natürlich, und mit Unterrock, damit es auch richtig schön bauscht. Sehr schön, wir verstehen uns, finde ich in Ordnung. Nee, aber hier, so Zusammenfassung war ja wirklich nix und jetzt halt Analstöpsel und dann wirst ihr ja sehen. Geht ja los. Ne? Viel Spaß und erhaltet euch einen Zustand positiver Erregung. Geht's los? Weiß ich nicht, ob Flummi schon wieder da ist. Die ist Bin da, die ganze Zeit schon. Ach, die ist schon und hat schon wieder die Musik so laut hier, die Gude. Entschuldigung, es war Pause. Ne, ich sag doch gar nichts. Ich habe nur die Musik so laut, die Gude gesagt. Nicht mal irgendwas Schlimmes. Bist auf, Kinders. Und zwar... Also nee, ihr trefft euch am Donnerstag, wie abgemacht, früh um, ich glaube es war sauzeitig, um 6 Uhr oder sowas. Punkt 6 Uhr. Moment, für jetzt, was? Um auszukundschaften. Ins Gebiet zu fahren, in die Kanalisation, ich fahre nicht ohne meine editierte Waffe. Wir hatten doch gesagt, Samstag kriege ich die ganzen Sachen, oder? Aber Donnerstag war doch schon ausgemacht, letztes Mal, als ich mit Vicky getroffen habe. Fuck! Ich meine, ja. In der Kanalisation, obwohl, na, Smart League wäre auch in der Kanalisation sinnvoll, ja. Ja, muss okay. Es halt einmal ohne gehen. Ja, das war, naja, gut. Jo, dann los geht's. Gut. Das Gebiet nach Süden zum Distrikt 11, wie ja offiziell heißt, raus, ist ein bisschen abfallen. Das heißt, man hat dann sogar einen relativ guten Überblick, bevor man da dann irgendwie reindröselt. Ihr habt also da diesen Zaun und so ein paar Guys in der Nähe, also in weiterer Entfernung stehen, ihr seid ein bisschen weiter weg, die da halt die einfahrenden Autos kontrollieren, wobei das Kontrollieren sich darauf beläuft, die Autos fahren durch und es gibt offenbar Scanner. Dann habt ihr da diese gigantische Lagerhauslandschaft mit so einem bisschen Schmock. Schmock ist schon auf jeden Fall, Smog ist eine Waffe, deswegen Schmock ist auf jeden Fall vorhanden und eigentlich auch nicht so knapp, gerade wenn der Wind günstig bzw. ungünstig steht. Es ist halt wirklich ein riesiges Feld. Das Ding ist, glaube ich, so groß wie ganz Donskoi. Einfach nur aus Beton und Stahl. Ihr seht immer mal so ein paar Drohnen durch die Gegend fliegen und so ein paar weit entfernt so kleine Menschlein, die da rumlaufen und irgendwas machen. Es ist ein bisschen surreal. Des Weiteren, noch größere Entfernung, kann man so den Leichenwald erahnen. Also da sieht man halt einen noch viel fetteren Zaun, manchmal sogar eine komplette Stahlmauer mit, da sage ich jetzt nicht Guys, die da rumstehen, sondern schwer bewaffnete Megatypen und gepanzerte Fahrzeuge. Aber da wollte er ja auch nicht hin. Und das sind quasi nicht Geister, das sind übelste Lords drunten. Und ich habe übrigens, das hatte ich aber letztes Mal schon gesagt, dass ich Pylonen und Flatterband gekauft habe, ne? Ja, habe ich. Ja, na klar. Und zusammen mit den Helmen und sowas, ne? Ist ja am sinnvollsten. Ja, klar. Und Jojo. So das Gefühl schleicht sich ein, dass dort ganz weit hinten, wo die übelsten Lords sind, noch dahinter, dass dort sehr viele Dinge sehr falsch sind. Unnatürlich. Okay. Sie wirft einen misstrauischen Blick dahin. Ignoriert das aber erstmal. Das ist ja auch richtig. Guckt immer mal wieder dahin. Und ignoriert es trotzdem. Bis sie es nicht mehr ignorieren kann und wieder hinguckt. Aber das passiert nicht so oft hintereinander, wie ich das jetzt gesagt habe. Ihr habt ja ein bisschen Wartezeit. Denn der Typ verspätet sich ein bisschen. Zusammen mit Vicky, aber es kommt dann nach 10 Minuten zu spät ein Wähnchen. Genau, der Typ brauchte keine Uniform, ne? Nee. Nee. Gut. Ein Wähnchen mit dem wunderschönen, äußerst frischen Aufdruck von Rabutnicke drauf.
Das ist der Van, den ich für dich schon hatte, das, ne? Also der Wiki-Van. Jetzt aber halt mit Rabotnik-Aufdruck und so ein bisschen daraus gemacht, dass das einigermaßen so wirkt. Das könnte das durchgehen. Jojo sieht das nur kurz, dreht sich zu Billy und meint nur ganz kurz, ich fühle mich so schmutzig. Warte mal, bis wir da unten drin waren. Dann ist sie gereinigt von dem Schmutz, den sie trägt, weil man dann das Logo nicht mehr erkennt. Ja, wer weiß. Die fasst erstmal in die Scheiße und schmiert sich das über Rabotnik. Jetzt ist besser. So. Mit Kampfbemalung. Kriegsbemalung. Richtig geil oder lecker. Schokopudding. Ein bisschen schwimmen gehen, man ist ja schon eingerostet. Also, der Wagen hält an, hinten gehen die Klapptüren auf, handgemacht von Vicky, ebenfalls schon in dieser wunderschönen Uniform, die ne? Passt. Und die passt und die sie trägt, als hätte sie im Leben tatsächlich schon mal Uniform getragen. Krasse Geschichte. Setzt sich dann hinten auf die Rückbank und ja, lässt euch quasi einsteigen. Hi Vicky. Hey, hi, alles klar? Hm. Gut, dann können wir ja loslegen. Nee, passt, genau. Hm? Knallt die Türen zu und man fährt los. Nee, ich hatte gerade nur noch mal überlegt, aber das mit der Cyberway hatten wir ja alles schon geklärt. Das, ja. Ja, willst du eigentlich mit runter oder willst du nicht mit runter? Nee, ich will nicht mit runter. Falls jemand vorbeikommt, kann das Auto ja nicht herrenlos rumstehen, dann bin ich da auf dem Fahrersitz. Okay. Ihr fahrt problemlos durch die Kontrollen und gut nach 15 Minuten, weil doch ein bisschen Stau herrscht, so ein paar fette Laster sind einfach auf der Straße, unerhört, am Zielort an dem Punkt, den ihr euch ausgesucht hattet, um da einzusteigen. Es ist so 50 Meter weit weg. Der Wagen steht noch ein bisschen weiter weg, wo ihr quasi erstmal einen ganz guten Blick habt und einen Zugang zur Kanalisation, der da halt günstig ist, um nicht so sehr den Verkehr zu verstopfen und so weiter. Ihr hört von jemandem bevor der Wagen dort anhält, hält er vorher schon mal an, irgendjemand steigt aus, geht weg, der Wagen fährt selbstständig noch ein paar Meter weiter und ja, dann könnt ihr aussteigen. Okay. Und damit wir das gleiche weg haben, bevor ich dich jetzt nämlich nochmal unterbrechen muss, könnt ihr mir beide bitte mal eine Impersonation-Probe plus 1 geben. Was gilt das für klein, oder? Nee, Impersonation ist ein eigener Skill. Hab ich gar nicht. Doch, den hast du. Ah, ich hab Disguise. Nee. Nee, warte mal. Nee, du hast Impersonation, hundertprozentig. Das ist so gut, wie sie es einfach weiß, weißt du? Ich hab nicht Impersonation. Billy hat kein oder so. Impersonation. Hä? Sehe ich gerade. Ah ne, das war Nahina, die das hatte, ne? Oh, bringst du jetzt was durcheinander? Oh, ja, oh. Langsam oh, das kommt davon. Dann ist das für dich das Charisma, plus minus 0. Okay. Wait a sec. Alter. Gut, dass du, der den Skill nicht hat, einfach mal 4 Erfolge hinlegt. Schön. 4 Erfolge bei Billy, 2 Erfolge bei Flummi, beziehungsweise Jojo. Ausverzeichnet, da das für den ganzen Tag gilt, wollte ich das jetzt machen. Ja, ihr kommt an, könnt es loslegen. Ja, also es gibt noch ein bisschen Verkehr, aber es ist niemand unmittelbar in der Nähe, außer halt auf den Geländen der Betriebe da und, ne? Also ihr seid nicht wirklich beachtet. Gut, dann steigt man aus mit einem etwas gelangweilten Blick, stellt diese Pylonendinger auf, so dass man halt sieht, oh, da vor sich ist was. Und Vicky soll von da aus mal beobachten und vielleicht aufnehmen, damit wir halt sehen, was da abgeht. Weil sie ja eh im Wagen sitzt, hat sie eh nichts zu tun. Und wir können dann derweil uns das Ganze angucken, während wir irgendwie den Gullideckel aufmachen und den ganzen Kram vorbereiten und dann gelangweilt in die Tiefe steigen mit unseren, ich möchte gerne noch so, ich weiß nicht, ob du mir das noch erlaubst, so ein Helmlicht. Die sind auch dabei, standardmäßig. Okay. Bei Bauarbeiter. Ansonsten halt Taschenlampe. Dass du davon ausgehst, dass ich jetzt gesagt hätte, nein, ist einfach, ihr habt sowohl Taschenlampe als auch Helmlicht. Ach, wie ein kleiner Maulwurf. Billy steigt aus dem Auto aus und macht erstmal die Hosenträger stramm und dann kratzt sich am Sack.
Du bist eine Frau. Ist doch jetzt nett, ich mach doch Impersonation. Guck mich doch an. Sie ist eine männliche Frau, die Kanalarbeiter ist, das ist okay. Ich habe auch schon Biffs gesehen, die sich am Sack kratzen, alle. Ja, aber hallo, weißt du, deine eingefahrenen Rollenkonzepte hier, Flummi. Echt mal. Wir müssen diese Stränge aufschlagen bei dir, diese dieses Verknasterte. Auf jeden Fall. Alter. Grind. Nicht so viel im Handbuch für die richtige Hausfrau lesen, du. Das ist der Einfluss von Rabutnik bei ihr immer noch. Das kann man, das kriegst nicht mehr raus. Das wird, ja, das kriegst du nicht mehr raus. Aber wie kocht ihr denn sonst des Morgens deinen Kaffee? mit den Löwenzahntässchen, ne? Ah, die oder haben Löwenzahntässchen. Mit dem Sahnehäubchen? Oder haben wir Porzellan aus dem Meißel? Sahnehäubchen, genau das. Ja. Da bricht er kurz ab. Da muss ich einfach Billy reingreifen. Der Billy kratzt sich am Sack und muss mal kurz... Ich verstehe. Lass mich raten, dann kommt noch... Ja, oder noch gehen wir erstmal ein Bierchen trinken. Alter, natürlich, ey, hast du gestern Comet Bike gesehen? Oh, es war so schön. Nee, tu's nicht, Mann. Tu's nicht. Das musste sein. Du, jetzt hat sie ihren Computer geschlagen. Ich hab was anderes gesungen als, ne? Mhm. Jojo steigt hinab, sagst du. Billy folgt. Nicht Cat-like. Nicht Cat-like, das dachte ich mir. Ja, da unten ist ganz schön ekelhaft. Dafür haben wir ja den Atemfilter. Richtig. Und die Handschuhe. Trotzdem, aber... das stinkt trotzdem, aber ein paar der Sachen, die von irgendwoher eingeleitet werden, schädigen jetzt nicht mehr eure Lungen, denn guck das mal, ist... Guck mal, toter Fötus! Nein, keine Abtreibungsklinik in der Nähe aus Flummi. Halt, doch! Oh, da ist ein toter Rattenfötus. Billy riecht es nicht, weil sie hat das alte Make-up, das verschwitzte Make-up von Vicky in der Nase. Das hast du selbst gesagt. Stimmt. Ein bisschen muffig ist der Atemfilter, aber vermutlich... Ist immer noch besser als die Scheiße aus der Kanalisation. Richtig, Billy ist einfach mal gefeit vor Gestank. Mhm. Danke, Vicky, für das Make-up. Alter, hat sie vorher noch mal reingefurzt, damit du den Gestank... Wo trägst du denn deinen Filter, bitte? Na, um die Umwelt nicht zu verpesten, kann man den auch... Egal. Wenn's mal wieder fischig riecht, meinst du? Am Anus, weißt du. Ah ja, klar, Analverkehr. Wenn sie die Scheiße mal wieder nicht an sich halten kann. Ah, schön. Und dass das Niveau gerade wieder erreicht, ist schön. Ist es schon soweit? Okay, also, Kriegsbemalung haben wir gesagt. Also da unten steht ich nicht. So. Also, Jojo hat... Unter anderem noch von den Magnesiumfackeln etc. pp. Durfte ich denn wenigstens noch gucken, dass ich da irgendwas zusammenbastle oder musste ich das jetzt noch irgendwie, ne? Na, du willst Stromdrähte durchtrennen, sagst du. Wahlweise auch Wasserleitungen, alles Mögliche. Oh. Na, Wasserleitung ist eigentlich nicht so geil, aber Strom ist besser, ja. Also Strom durch und Wasserleitung kannst du leckschlagen lassen. Ja. Soweit ich weiß, hast du diesen MacGyver-Vorteil. Selbstverständlich hast du dir irgendwas gebastelt. Sehr gut. Das ist die Einzelteile dessen, so damit es nicht verfänglich aussieht, sind natürlich in meinem... Also ich habe mir den Plan zurechtgelegt. Die Einzelteile sind natürlich in dem Werkzeugkasten, den ich für die Inspektion mit runternehmen muss. Ja, vielleicht musst du zwischendurch nochmal hoch, wenn du mehrere Sachen wirklich abdecken willst, aber ja, klar. Ja, muss sowieso zwischendurch mal hoch wahrscheinlich. Möglich. Man will ja auch mal zwischendurch den Standort wechseln und so. Das ist es immer klüger, wenn man oben durchfährt, als wenn man irgendwie unten die ganze Zeit langläuft, wo ja die ganzen Viecher sind. Vor allen Dingen, weil unten auch zum Teil solche Siebe sind, wo du einfach mal nicht weiter kannst. Ach, Billy packt übrigens ihre Knarre dann aus, wenn sie unten sind. Sie kann ja eh nichts. Sie kann ja eh nichts Besonderes machen, bis auf gucken, was Jojo so da treibt. Ja, aufpassen, dass die Teufelsratten euch nicht auffressen, ne? Mhm. Die sind ganz schön frech, die Viecher. Die riechen immer mal an euren Gummistiefeln, wollen mal kurz reinknabbern. Also das ist schon schlimmer als in Joffrino. Ja, ich bin ja mittlerweile Nahkampfadeptin, das passt schon. Ich vergaß. Ja, schlimmer als in Joffrino. Jedenfalls in den Teilen, wo man sich normalerweise rumtreibt. Und Billy, die Teufelsratten haben...
alle komplett Bock. Richtig Bock auf Jojo. Super. Das heißt, die knabbern mal kurz an deinem Schuh und dann gehen die sofort zu Jojo. Das heißt, Jojo wartet durch ein scheiß Meer von Ratten. Ich hoffe, du kriegst keinen auf den Schwanz. Ich bin die ganze Zeit nur am Kusch, geh weg, Kusch, 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 geh weg. Ich will hier weg. Pfeifen im Teamspeak ist kriminellste Handlung, das weißt du ja. Ich weiß, aber die kann doch sonst nicht den Rattenfänger von Hameln mimen. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut bei Jojo, auch ohne. Hm. Die ist wieder rattig, die Alte. Jojo dreht sich um zu Billy. So, wenn irgendwann alle Pläne schief gehen, ne, dann werde ich mit meinem Heer von Ratten über die Stadt fallen. Ich frag mich sowieso, warum du noch nicht Rabutnik mit deiner Armee von Ratten angegriffen hast. Direkt frontal auf die Rabutnik-Burg. So sieht's mal aus. Ah, weil ich irgendwie noch ein bisschen Schiss hab, dass das irgendwann mal schief geht hier mit den Viechern. Aber vielleicht werde ich irgendwann mit einer Armada aus Ratten irgendwo durch irgendein Stadtviertel laufen. Dann bin ich die verrückte Rattentussi. Solange du zu denen nicht sagst, wer kein Brot kaufen kann, der kaufe doch Kuchen, so wie Marie Antoinette und sieh dich an deinen Haupt und alles ist okay. Wer greift denn seine Königin an? Du wirst dann die Lady Di der Rattenkönigin. Fragt sich nur, wer dein Prinz Charles wird dann. Ne? Ah. Den finden wir auch noch. Vielleicht gibt sich Guso ja her. Wer weiß, der würde garantiert mitmachen, wenn du sagst, du wirst Rattenkönig. Guso wäre da voll dabei. Machst eine Zwei-Nühen-Wette draus. Da muss ich keine Zwei-Nühen-Wette draus machen. Ich muss mir nur ein entsprechendes Projekt ausdenken, dann macht er auch stimmt. mit. Stimmt. Teufelsratten an die Streitwagen dran. Sowas vielleicht. Naja, egal. Aber ihr seid mir hier ganz schön im Weg, ihr Dinger. Geht mal weg. Du musst die Kuschen mit dem Stiefel immer so wegschieben, ins Wasser runterdrücken. Ich will die nicht treten. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass die dann auf mich draufspringen. Die Viecher sind ungefähr fast kniehoch bei dir, Jojo. Wollen wir mal kurz das in Erinnerung behalten, ne? Schieb die weg! Nee, nicht alle, aber es gibt wohl ein. Du hast gehört davon, dass es nicht nur Teufelsratten gibt, sondern irgend so ein Vollidiot hat sich bei der nächstgrößeren Rattenart den Namen Dämonenratten ausgedacht und der kommt zum Glück nicht von mir. Aber die Viecher sind dann kniehoch. Teufelsratten sind noch ein bisschen kleiner. So Mini-Shetland-Pferde quasi in der Kanalisation oder was? Das ist die neue Art von Grubenpony. Shetland-Ponys-Ratten. Natürlich. Weil sind ja auch alle schön so komplett nackelig, ohne Haare, weißt du, das sind den Ratten auch das letzte Stück Niedeligkeit. Menschlichkeit? Nee, das ja, Niedeligkeit. Niedelig. Ja, wunderbar. Queen of the Rats. Was wollen wir jetzt eigentlich hier, Jojo? Da hinten um die Ecke. Da hinten? Ah ja, ich sehe es auf dem Plan, ne? Oh, hier ist nicht schön. Lass mal schneller laufen und schieb die mal immer ein bisschen ins Wasser neben auf der Seite rüber. Dann lass mich doch einfach mal laufen. Die Dinger sind groß. Ich will nicht von denen gefressen werden. Die fressen dich nicht. Du bist ja unverdaulich anyways. Hä? Warum bin ich unverdaulich? Bei dem Stuffer-Kram, den du dir reinfindest. Naja, gut, das sind auch wieder Dämonenratten. Ich bin top konserviert. Ja, deswegen. Ja, die können dich ja Lebkuchen Dark nicht verdauen. Ach ja. Du bist irgendwann fällst du in deinen Novosibirsk-Dialekt, wenn du aufgeregt bist. Weißt du das eigentlich? Ja, ich weiß. Mein Novosibirsk-Dialekt ist aber halt auch, der ist tief verankert. Aber solange ich noch nicht sage, ich harte die Kasse nach hinten, ist alles in Ordnung. Ne? Ihr kommt gerade vorbei an dem Kanalisationsdeckel, der direkt neben dem Lagerhaus ist. Und hört von oben, wie offenbar Frau Makarov irgendwie die Orlovsky anspricht, irgendwas will und die nur meint, was willst du denn jetzt so Mutant? Ich rede gerade. Husch, willst du nicht ein paar Elefanten durch die Gegend werfen? Das sagt die Orlovsky zur Makarov. Ja. Da wie der Wind. Sehr sympathisch. Nicht wahr?
Scheiße. Oh Gott. Wenn wir der das echt stecken, also es kommt jetzt übers Comlink eigentlich, wenn wir der das echt stecken, dann haut die wahrscheinlich erstmal die Olowski zu Klum. Wollen wir doch aber, das wollen wir doch gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber es würde zumindest für genug Ablenkung sorgen. Versuch doch mal nicht in Zwietracht und sowas zu denken. Ich weiß nicht. Versuche ich ja die ganze Zeit. Ich will das ja auch, aber. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass wir eigentlich die Bösen sind und nicht die Guten? Hä? Nix macht nix. Bösen? Wir die Bösen? Ja. Ja, irgendwie schon. Klar sind wir assig. Ja. Aber auf uns nimmt ja auch keine Rücksicht. Das ist halt so. Na gut. Wer bremst, verliert. Kommen wir von dem Kanalloch jetzt nicht irgendwie auch unter das Kanalloch von dem Dings direkt? Wo ist denn hier der Weg lang zu dem anderen Kanalloch, was direkt neben der Eingangstür vom Lagerhaus ist? Ich glaube, da hinten. Da hinten? Ich bin gerade drunter durchgelaufen. Ah. Und ach so. Heißt, ich nahm an, du wolltest zum Stromdingens. Das ja, genau, da weiter. Muss noch irgendwo eine Tür sein. Genau, deswegen sage ich da hinten. Ihr da kommt, muss irgendwo eine Tür sein. Genau, ihr kommt jetzt zu diesem großen Stahlklumpen, was da Tür ist, ne? Glück wird die dann hydraulisch geöffnet, das ist ganz gut, denn vermutlich würdet ihr den nicht so richtig aufkriegen. Je näher ihr kommt, desto mehr lassen die Teufelsratten und auch die Dämonenratten, was für ein Scheißname, ab. Okay, Jojo guckt sich mal um, ob hier noch irgendwas ist, irgendwelche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen oder irgendwas anderes. Die scheinen ja irgendwie gelernt zu haben, dass hier irgendwas assig ist. Oder irgendwas ist hinter der Tür, was assig ist und die vielleicht ist. Ihr habt beide Restlichtkrams, oder? Ja. Ja. Dann dürft ihr bitte mal eine Wahrnehmung und Intuitionsprobe werfen. Wo ich doch die Queen of Wahrnehmung irgendwas, bin hier. Irgendwas plus minus? Nö. Zwei Erfolge. Das ist keine Waffe, das. Ja doch, ich bin eine Waffe. Ich bin volles Gerät. Mal kurz gucken hier. Zwei bei mir, ein Erfolg bei Flumse. Immer. Es sind keine weiteren Sicherungsmaßnahmen dort. Oh, scheiße. Dann hast du mal die Tür. Der Leiter hat wieder besser gewürfelt als ich. Hm. Das war nicht schwer. Ja, sie guckt sich halt um. Wenn sie nichts sieht, dann geht sie zur Tür und guckt mal an, was das so ist. Und ja. Ja. Das ist, das ist nicht höher. Nee, danke, klar, du guckst dir das Schloss an. Du hast ja vorher schon gesehen, welche Art Schloss das ist. Das heißt, du weißt genau, wie du entsprechend das tatsächlich. Daumenabdruck-Dings, welches Modell das ist und wie du es aufschrauben musst, wie du es aufmachen kannst. Machst du auf, ist kein Ding. Dauert ein paar Minuten, ne? Sehr gut. Wir haben ja Zeit. Richtig. Dann ja. Geht die Tür hydraulisch auf und dahinter liegt halt der Scheiß, ne? Wo du hin willst. Die sehr weiteren gut. Leitungen für und so weiter und du, ihr könnt, also ihr habt jetzt die Wahl, entweder im Kabelschacht ziemlich hier duckt zu laufen, was für Billy relativ unangenehm wird, oder weiter, also wenn ihr dort euren Krams gemacht habt, für die weiteren Punkte meine ich jetzt, oder dann erstmal noch ein Stück in dem Abwasserdings zu machen. Und für das Anbringen, Alter, brauchst du mir nichts würfeln, weil Industriemechanik eins der beiden Dinge ist, die du richtig gut kannst. Sag mal. Ich hasse dich. Flummi. Ich hasse dich. Wie willst du das denn eigentlich später auslösen, dein Gerät? Na, da bin ich ehrlich gesagt von ausgegangen, dass du da, dass da... Über Wi-Fi? Nee, Moment. Comlink-Nummer anrufen. Ha, siehste, ich dachte eigentlich gerade über Wi-Fi, aber... Moment, wenn wir da so ein, zwei Transponder-Comlinks hinlegen, oder wir hatten doch so eins, was für Billy reicht, das reicht auch für uns. Und wir können unter der Tür oder durch die Tür oder wie wir das auch immer machen, dann müssen ja auch die Stromleitungen durchgehen. Nein. Wie werden ich zeichne mal kurz was im Co-Sketch, ja? Das ist, glaube ich, jetzt sinnvoll. Laufen die irgendwie an der Seite vorbei oder was? Wir sind ja, warte. Schrägstrich Wasserleitung. Kabelkanäle. Pass auf, du hast das, was ich jetzt gezeichnet habe. Da mache ich jetzt mal ein blaues, geschlängeltes Linchen. Nein. Das ist nicht geschlängelt. Warte. Hui, so. Du hast nur was gezeichnet. Ein Co-Sketch. Du musst es vermutlich neu laden. Refreshen. Ding, ding, ding. Dann hast du die rote Tür. Ding, ja. Und dann hast du daneben einen. Oh Gott, das ist das Rot, egal. Hast du daneben einen viel kleineren,
Schacht quasi, wo dann Kabel für Strom und die Wi-Fi-Kabel sind. Gab's da nicht irgendwie irgendwo von muss. Ich hab ja, ich, wenn ich den, wenn ich im Kanal bin, dann konnte ich ja die Stromleitung sehen. Ich konnte sie ja sehen, oder? Nee, erst du die Tür aufgemacht hast, dann Ach so, liegen ja, wir aber hinter. wenn, dann ist das doch völliger Blödsinn, was ich dir sagte, dass sie da irgendwo noch anders was anbringen kann, wenn sie einfach überhaupt gar keinen Zugang zu den ganzen Kabeln hat. Hä? Ich, warte mal, pass auf. Das mit der blauen Linie ist Wasser. Ja. Nee, was So. ich meine, ich dachte, die führen da irgendwo entlang. Nee, was ich meinte ist, ich hatte ja gesagt, dass ich dann gegebenenfalls auch noch für andere, um andere Firmen zu treffen, Naja, irgendwas da machen gehst du noch möchte. an ein paar andere Stellen. Okay. Auch entweder halt dann, wie gesagt, entweder dann durch den Kabelschacht, das ist halt ein bisschen unbequem, gerade für Billy, oder du gehst noch ein bisschen die Wasserleitung weiter und machst noch eine Tür auf. Was ist denn das für ein Schloss? Na, wie gesagt, das ist ein mittelmäßig hochwertiges Daumenabdruck-Dingsschloss. Mack, Okay, natürlich. gut. Kann das nicht Wi-Fi haben? Theoretisch? Haben Max-Schlösser nicht oft Wi-Fi? Es ist unter Umständen ein Kabel dran gelegt. Ein Matrix-Kabel. Kann man das Kabel dann nicht einfach nutzen, wenn man da was dran bastelt? Unter Umständen ist das möglich. Gut, Nimmst du dir praktisch. jetzt meinen letzten Lacher? Ja. Okay. Kannst du dich nicht auch mit deiner Datenbuchse direkt mit einem Kabel an das Ding anschließen, einfach Ja, das mal? bringt, naja, aber das bringt mir ja nichts. Ich brauche ja was, wenn wir woanders sind, damit ich da das Ding dann zünden kann, damit dann die Stromleitungen kaputt gehen, weißt du? Ja, aber wenn du ein Wegwerfkomm-Ding dran anschließt. Dann verstehe ich immer noch nicht, was du meinst. Erstmal checken, was diese Netzwerkverbindung da tut. Ach so. Matrixverbindung. Na, müssen wir mal sehen. Aber dann müsste ich ja auf jeden Fall da rankommen, oder? Also ist das möglich, wenn ich das Comlink da ran jetzt bastle, dass man das dann irgendwie über die Matrix erreichen kann? Genau deswegen sage ich ja, check doch mal, was die Matrix-Verbindung hier überhaupt macht an dem Ding. Wenn ich nachher im Untergrund bin, kann ich vielleicht drüber dran. Wir können da ja von hinten rum aufmachen mit einer direkten Verbindung von deiner Datenbuchse auf das Ding. Geht es doch viel einfacher, oder? Ja, aber wer weiß, was da drin rumkreucht und fleucht. Ich bin doch hier. Warte mal. Jojo kann sich doch mit dem Comlink, kann doch mit so einem Comlink auch einfach mal gucken, was da jetzt ist. Oder? Geht An dem das? Max-Schloss, meinst du? Ja, oder an dem blöden Kabel. Das kann man doch da dran basteln. Du kannst an den Kabel nicht einfach den Comlink hängen, an das Max-Schloss kannst du es einfach hängen. Ja, oder ans Sehr Max-Schloss. schön. Ja, das kannst du tun. Bekäme man da Bumm. jetzt Zugriff? Naja, auf das Max-Schloss, dann müsstest du es hacken durch den Nein, nicht auf Comlink. das Max-Schloss, aber hat Auf das. das Matrix-Kabel. Nein, Unter Umständen. hat Hat das das? Comlink jetzt einen Zugang zur Matrix, über den ich es auch von außen erreichen könnte, weil ich mich woanders in die Matrix Ja, einklinke? Und pass auf, das pass auf, wollte ich pass auf. wissen. Wenn du es einfach an das Max-Schloss steckst, nicht. Aber unter Umständen hast du Hardware 3? 4. 4? 4. Also kannst du unter Umständen das Matrix-Kabel, was es schon gibt, dazu verwenden und so weiter. Okay. Ne? Gut, dann haben wir Backdoor. jetzt hier Unseren vollfiesen Plan. unseren Sehr vollfiesen schön. Plan. Sehr gut. Okay. Dauert alles ein bisschen, aber ihr habt ja Zeit. Bei den Richtig. Dreharbeiten zu White Russian sind keine Max-Schlösser zu Schaden gekommen. Nicht schlecht. Teufelsratten schon. Das hat ja Drecksviecher. Da kriegen wir noch einen Richtig. Preis für. Gut. Ich brauche noch mehr Wegwerfkommlinks. Nein, die brauchst du dazu nicht. Kann man nie Okay. genug haben. Also für das speziell nicht. Wegwerfcomlinks prinzipiell stimme ich das zu. Ja, aber ich muss ja jetzt irgendeinen Kommling da unten Nein. lassen. Muss ich Nee, du hast nicht. doch das Kabel entfrachtet, Ach was eh schon ja. dran ist. Du hast doch einfach nur entfremdet Okay, du und für hast recht. deinen. Das habe ich verstanden wieder. Ach, du verstehst ja Genau, gar genau. nichts. Gen so ist das gemeint gewesen. Okay, gut. Gut. Aber für die anderen Stellen Wegentfremdet. vielleicht halt. Es sei denn, da ist was Ähnliches, dann geht's vielleicht. Du Müssen hast wir ja mal den gucken. Plan gehabt, da sieht's genauso aus. Gut. Warum Dann. sollte da was anderes sein? Also. Ah, ja, gut. Dann ist ja alles gut. Weiß ich nicht. War andere Konzerne, andere bekloppte Ideen. Ja, die Der Pläne Rabuknik hat da sind's. unten einen Granatwerfer hingestellt, sag ich dir. Mörser. Also,
Eine Möse, was? Ich hab oh, nicht schlechtes. Das ist super, der war gut. Zwei Typen wieder, weißt du? Mörser. Möse? Nee, eben nicht. Mit ja, ich weiß schon, aber... Okay, schön. Ach, geil. Stupide, so. Dumm. Also richtig, Shadowruns, volles Männersystem, ja. Der vor allem das, ne? Als wir beide alleine gespielt haben, da war sowas nicht. Nee, das ist das Komische jetzt. Und Flummi wird auch denken, warum haben die eigentlich überhaupt gelacht jetzt im ersten Moment, die Deppen? Ich weiß schon, warum ihr gelacht habt. Okay. Geschlechtsteile sind witzig. So, ihr geht weiter. Nur weibliche. Penisse. Geht oh, weiter zum nächsten Ort, wo ihr hin wollt, ne? Prostaten. Ja. Prostaten, ja. Gut. Okay. Klingt besser als Prostatas. Nee, Prostete. Prostatatas, ja. Billy. Hm? Es ist super entspannt. Seit ungefähr 20 Metern keine einzige Ratte mehr. Kein ekliges Angst. Getier, du kriegst das nicht mit. Sorry, du bist in den Plan vertieft, dort zu einer Erfolgwahrnehmung. Und überhaupt kein Geschmeiß mehr, das ist nur noch die Kacke, die an dir vorbei, das ist, oh, und ein bisschen Industriemüll, das sieht nicht so gut aus, aber kein Viehzeug mehr. Das ist überhaupt nicht gut. Ach so. Das in meiner, nach meiner Auffassung ist das gar nicht gut. Ich dachte, ich tue Billy einen Gefallen. Ja, Billy freut sich für einen Moment, denkt sich so, ah, weniger Ratten, juhu. Warum sind hier eigentlich keine Ratten mehr, Flummi? Jojo? Hä? Was? Was? Warum hier keine Ratten mehr sind? Und kein Geschmeiß und nur noch Kacke? Warum? Warte, jetzt. Jetzt kann ich dir zuhören. Was? Jetzt kannst du mir zuhören? Hör mir zu, verdammte Scheiße, wenn ich sowas sag. Warum sind hier keine Fuckratten mehr? Das ist nicht gut. Irgendwas hält die Ratten hier fern. Und ich weiß nicht, ob ich rauskriegen will, was. Ich weiß es nicht. Vielleicht leiten hier gerade irgendwas ein, was wir nicht merken. Giftgas? CO2? Das sind doch die ganzen CO2-Tags. Ich will jetzt keine Maske abziehen. Nee. Das ist, ob mit oder ohne Maske ersticken können wir dadurch so oder so. Vielleicht gehen wir jetzt mal woanders gucken. Wo? Woanders? Hallo, Ratten. Ich glaube, ich bin jetzt hier sowieso fertig. Kannst du nicht mal versuchen, die Ratten anzulocken? Ich will hier eigentlich lieber weg, als dass ich jetzt versuche, die Ratten wieder zu mir zu locken, weil ich glaube, ich gerade lieber dahin, wo die Ratten sind. Oh. Okay. Die sind ganz warm, wenn man die anpackt. Ihr geht wieder ein Stück weg zu einem anderen Punkt, sagst du? Ja, vielleicht. Ein Punkt... Das Handy. Einen Punkt erwischt ihr noch von den ausgeguckten, du hast 5 Punkte ausgeguckt, 2 habt ihr schon geschafft. Einen Punkt erwischst du noch von der Stelle, wo vorher Ratten waren, von einer anderen Abzweigung. Die anderen beiden würdest du halt jetzt nicht kriegen. Vielleicht sollten wir erstmal hochgehen und gucken, was da ist. Weißt du? Zurück, möglicherweise? Ich hab die Knarre im Anschlag. Ich weiß nicht, ich hab eher Angst, dass hier irgendwas Größeres ist als die Ratten. Echt? Ich habe ehrlich gesagt eher Angst, dass hier irgendwas anderes ist, was vielleicht irgendwas, was wir übersehen haben oder so. Oh Gott, wir haben die Tür aufgemacht, ne? Ja. Aber die ist jetzt auch wieder zu. Haben wir irgendwas ausgelöst? Gespielgeleiteter, kann ich mich an die Tür hacken? Mit einem Datenkabel, so wie Jojo erst die Comlink dran gesteckt hast, kannst du deins ranstecken und dich dann darüber da drauf dingsen. Okay. Nee? Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben jetzt. Was willst du denn jetzt machen? Weggehen. Ja, aber wenn jetzt dann jemand kommt und guckt, wissen wir nicht. Soll man es nicht eben versuchen? Ja, aber dann nicht wieder VR gehen. Nein, obwohl. Nein. In der Ecke. Jojo klaut dir einen Comic, wenn du VR gehst, pass auf. Und mein die Knarre. Mein Haargummi ist ja schon weg. Ja, gut. Nee, dann schließe ich jetzt meinen Comlink an die Datenbuchse an mit dem Kabels. An die Mach mal bitte Computer und Wahrnehmung und Jojo mal bitte Intuition und Wahrnehmung. Computer, Intuition, DIS und da drum, ne? Jo.
Und ich habe 3 Erfolge, ich weil hab Flummi gar nicht gewürfelt. 4. Oder? Doch. 4, doch. Ich habe 3, cool. Du hast 4. Ha, ich war mal besser als du. Unglaublich, mein Hack funktioniert nicht mehr. Ja, du hast ja eine gewisse Zufallswahrscheinlichkeit eingebaut, dass es so aussieht, als wäre es normal. Das ist schon okay so. Achso, jetzt stimmt. Düse, die Matrix erzählt dir die Geschichte, die du erwartet hast. Also alles im Grün. Alles okay. Flumettetöse, also besser gesagt Jojo. Ich meine, ihr habt eine Taschenlampe und so, das ist ja alles nett, aber die hat ja auch nur einen gewissen Lichtkegel und so weiter und bla bla bla. Hinten links, dort wo immer alles böse ist, hinten links. Da ist auch mal alles Gute. Achso, vorne rechts, Mann, vorne rechts. G-Punkt. Okay. Zwischen eurem Einstiegspunkt und dort, wo ihr jetzt seid, hat sich irgendwas gerade bewegt, ganz schnell von Ecke zu Ecke, schwer zu erkennen. Was? Irgendwas im Dunkeln, weißt du? Gab's hier Gule? Es ist ungefähr Billy groß. Na, so Jojo groß. Dann kann es ja nichts Gefährliches sein. Hast vielleicht ein Einsiedlerzwerg, der hier unten lebt. Die Gestalt wirkte nicht pummelig und nicht mit zu kleinen Beinen, sondern eher mit zu langen Beinen. Und gekrümmt laufend. Nein. Auch nicht. Es war eher so eine Sprungding. So viel hast du nicht erkannt, aber nicht gekrümmt würde man nicht sagen. Oh Gott, glühende Augen. Was denn? Ich bin hier noch am Gucken. Ja, aber da ist was. Was ist hier? Du und ich sind hier. Nee, noch jemand. Was? Ja, die Ratten. Nee, noch irgendwas. Was? 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 Wo? Jojo, psst, nicht so laut. Jojo, leuchtet mal dahin. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Raus hier. Du siehst nichts. Zwischen unserem Einstiegspunkt. Was? Und dem... Hm? Das ist da, wo wir hin müssen? Ja. Kein Scheiß jetzt. Geh mal vor, du. Guck mal. Alter. Ich bin ja direkt hinter dir. Ich hab die Waffe schon. Zieh mal deine Waffe, du blöde Kuh. Ich hab sie schon in der Hand, du Torf. Achso, das weiß ich doch nicht. Torf? Warum denn Torf? Weil du so riechst. Du riechst wie Torf. So, Remington mit Flechette-Munition, weil Schrot bei vielen Teufelsratten ja eigentlich hilft, habe ich mir sagen lassen. Es macht sich ein Gestank breit, den ihr noch nie riechen durftet und mit dürfen meine ich musstet und das auch durch die Schminke kannst du den wahrnehmen, er wirkt. Oh. Ihr habt doch bestimmt Lovecraft irgendwie mal was gehört oder gelesen. Ja, ich hab's gelesen komplett. Da wird doch immer dieser außerweltliche Gestank beschrieben, der in allen Menschen, jetzt hab ich's gut versaut. Geht's schon wieder los. Geht's schon wieder los. Also, in allen Menschen, also nur in Billy, Männchen. Nicht nur Übelkeit, sondern auch das Gefühl erregt, dass es falsch ist und hier nicht hingehört. Oh Gott. Und das in einer der stinkendsten Kloaken, in denen man sich bewegen kann. Wenn einem da der Gestank noch auffällt, dann muss es wirklich schlimm sein. Man möchte ja einfach mal kurz mit dem Wasser, was hier so lang fließt, gurgeln, um den Gestank wieder rauszukriegen, könnte man auch einfach sagen, oder? Oh, gib mir eine Wurst, bitte gib mir eine Wurst. Ich bin der Wurst, ich bin der Wurst, ich bin der Wurstverkäuferin. Der Wurstverkäuferin, jo. Genau. Das singt er doch auch so, Mensch. Wenn du den Helge Schneider nicht kennst, Mann, dann... Denn die Wurst, denn die Wurst. Denn die Wurst ist mein Lebenssinn. So, es stinkt wie Sau. Pimpern. Hast du gefurzt, Jojo? Was ist denn jetzt schon wieder so der spät? Der Bräuch ist nach Orchideen. Nein, das bin ich. Nein, Rosen bin ich. Ach, du hast ja den Filter drin. Willst du nicht mal deinen Filter ausbauen und dem hinschmeißen, was da ist? Hä? Dann kann der sich nicht einfach... Was denn? Wo denn? Ihr hört ein schabendes Geräusch. Ich drehe mich auch um. Ich gucke, wo das schabende Geräusch ist. Lässt sich schwer mit dem Schall zuordnen, aber es ist relativ laut. Und nah? Oh, das heißt, es ist nah? Nicht schabend wie die Teufelsratten, die man vorher gehört hat. Ich leuchte die Decke relativ ab. Nah. Ich leuchte die Decke ab, oh mein Gott. Es ist nichts an der Decke. An der Seite, an der links, rechts oben. Links oben. Haben wir so ein Blitzdingsbums dabei? Nee, wir haben kein Blitzdingsbums, wir haben nur... Stroboskop?
Klar, Partyclub, weißt du, habt ihr immer dabei. Nee, aber ich glaube, du meinst ein Böllchen, die Machina hatte. Ja, wir haben die Granaten dabei, das haben wir ja gesagt. Ja, ihr habt einen, ich weiß nicht, was war, ein Flakon war so eine Art Blend-Mega-Dingens, ja? Ja, so eine Schockgranate. Ein oder halt. Zwei, ja, genau, genau. Das ist ja. Das macht auch hell. Macht sie das auch laut oder macht sie das nur hell? Hell. Sagen wir es mal so. Du hast sie nie gefragt und. Wir haben doch einer an die Wand geschmissen, Alter. Ach, ihr habt es doch ausprobiert. Was hatte ich denn da gesagt? Machte die auch laut? Nee, die hat Kabams gemacht und dann war. War nicht übermäßig laut, ne? Genau. Das war Licht und das war ganz schön fett, aber es war nicht besonders laut. Jo, so hatte ich das in Erinnerung jedenfalls. Ja, ich meine, so laut halt, wie wenn du Glas irgendwo dagegen schmeißt. Jo. Ujo nimmt so ein Ding in die Hand. Ich mach die Augen zu. Ah ja, ich will doch nicht selbst geblendet werden. Es ist super, was kam so schön. Auch Jojo, sie guckt vorher, wo die Wand ist, damit sie das Ding dagegen schmeißen kann. Weil das, der Dingsbums, das macht ja jetzt hier erstmal alles hell. Blitzen! Und ja, dann hält sie sich, macht die Augen zu, hält sich die Hand vor die Augen, damit auch ja nichts durchkommt und schmeißt das Ding gegen die Wand. Klirr. So, das heißt, Jojo nimmt jetzt die Hand von den Augen. Sie weiß ja ungefähr, wie lang es so hell ist, oder? Ganz, ganz kurz. Gut. So, jetzt komm, lauf! Ich renn hinter Jojo her. Patsch, patsch, patsch. So richtig rennen ist nicht mit Gummistiefeln in der Kanalisation. Okay. Ja, aber ne, wir beeilen uns, dass wir zum Ausgang kommen. Zügig mit Style. Mal kurz überlegen. Sehen wir eigentlich noch, an was wir da vorbeilaufen? So, hallo! Tschüss! Hetze wohl gern. Ja. Ihr hört in einiger Entfernung dieses nicht zu beschreibende Geräusch, was ich gerade von mir geben musste, sich entfernend. Puh. Ey, das hat Angst. Ich auch! Es klingt ängstlich und wütend. Ups. Ich glaube nicht, dass ich das mag, sehen mag, nochmal von nah. Ihr habt ungefähr die Hälfte der Strecke bewältigt und ihr hört Antworten. Was? Was? Mehr? Ja, das Vieh hat sich offenbar gemeldet und seine Kollegen haben sie gesagt, ey Bro, klar. Das sind jetzt aber keine Gabriels-Hunde, oder? Das war keine hundeähnliche Gestalt, die war schon eher zweibeinig humanoid. Ja, aber das können die ja, das ist ja der Witz dabei. Ach, die können ja, ach stimmt, das könnten die ja. Keine Ahnung, Jojo hat keine Ahnung. Okay. Hat sie wirklich nicht, aber fuck. Ja, wir beeilen uns, dass wir irgendwie aus diesem Ding hochkommen, wegkommen, hochkommen, rauskommen. Das Tolle ist, der Schall, die Verzweigung verschiedenster Rohre, auch alter Rohre, die nicht mehr zwingend in Betrieb sind und nur mit so einem Gittern irgendwie abgedichtet wurden. Also von überall her quasi, jedenfalls hört es sich so an und aus vielen verschiedenen Entfernungen, manche viel näher, als man sich erhoffen wollte, haben Dinge richtig Bock. Sind die, na, wir wissen nicht, wie nah die sind, ne, scheiße. Richtig. Du willst unbedingt, warte mal, dass selektiver Geräuschfilter habt ihr nicht? Ich hab Earbuds drin, aber da ist kein Geräuschfilter drin. Das ich glaube, ich habe sowas nicht. Na, dann können wir das vergessen. Dann darfst du würfeln. Ihr seid euch nicht sicher, ob nicht eins sehr, sehr nah beim Ausgang ist. Es ist halt wirklich nicht fassbar. Du willst unbedingt, dass da unten jetzt noch irgendwas Komisches passiert, oder? Natürlich, ich muss doch. Weil ich schieß! Nein, er macht es einfach so lange, bis Jojo so einen Schiss kriegt, dass irgendwas passiert. Dass er sich einkackt. Nee, das wird nicht passieren. Wahrscheinlich wird vorher irgendwas anderes passieren. Manche Leute haben bei Adrenalinausstoß ganz schön was am Zipfel. Aha. Mhm. Da stecken ganze Schlangen den Kopf aus dem Anus. Eigentlich sollte da das genaue Gegenteil passieren. Was? Weil da nämlich genau die entgegengeteilte Nervenbahn. Daran merkt man, dass du nie Sopranos geguckt hast, weißt du? Da beim Überfall Safe knacken und einer scheißt erstmal schön irgendwie auf dem Boden, weil er so Adrenalin-gedings ist. Ich finde das viel schöner. Ich finde das viel schöner, als er kann nicht. Das ist aber der Sympathikus, der da aktiviert und das ist doch der Parasympathikus. Aber überleg doch mal, du hockst neben dem Safe und kackst auf den Boden. Was ist besser? Ich hab Verstopfung oder ich hab Dünnpfiff neben dem Safe. Komm schon. So.
Was macht ihr? Ihr seid euch nicht sicher, es ist halt irgendwie, ne? Also nach der Regel müsst ihr jetzt quasi Billy Kristalle produzieren. Diamanten. Ja, Kristalle, Diamanten, dankeschön, ja, hast recht. Ja, was weiß ich, wir rennen Punkt. Weiter. Achso, okay. Wir brauchen nicht mehr runnen. Let's go home. Story over. Kein Podcast mehr. Wir sind reich. Wir haben es erreicht. Ja. Taschenlampe das ist halt gut. Ja, Taschenlampe, ihr leuchtet ab und ihr seid in Panik. Das ist, finde ich, auch in Ordnung. Ihr klettert hoch und die Geräusche werden lauter und ihr hört viel stimmiges Scharren wäre falsch. Viel scharriges Scharren, natürlich. Mhm. Billy, wir machen das wie immer aus deiner Perspektive. Och nee. Das ist viel cooler. Und ich kann sogar ruhig sein. Ich muss mal ganz kurz der Flumi was schreiben. Schreib mich an. Das ist aus meiner Perspektive jetzt wieder super. Genau, aus deiner Perspektive. Ich schreib Jojo an. So, erklär das mal bitte dem Dis. Und erkläre bitte dem geneigten Zuhörer, wie sich das für Jojo anfühlt, weil immer, wenn ich irgendwas Magisches mache, klingt das wieder sehr komisch. Das klingt lasziv. Leider. Ich finde, du brauchst auf dem Soundboard die bezaubernde Genie als Musik immer dann, wenn bei Jojo was Magisches passiert. Vielleicht. Warte. Es gibt in der Kanalisation bekanntermaßen eine Menge Methan. Ja, wegen mir. Unter anderem wegen dir und deines Adrenalins. Methan entzündet sich leicht, habe ich gehört. Das ist wohl wahr. Sehr reaktionsfreudig. Genau, das heißt, es ist ein Grollen zu hören, das ist erstmal von etwas weiter weg. Es ist ein bisschen schwierig definierbar, was es eigentlich für ein Geräusch ist. Ich glaube, ein Grollen kommt dem am nächsten. Und aus einem kleinen Flämmchen entwickelt sich eine Stichflamme? Gestalt. Direkt, sondern eher eine Art Gestalt. Ist nicht komplett irgendwie in Feuer gehüllt oder sowas. Nein, sie sieht eigentlich eher aus wie eine teils verkohlte, teils glimmende, teils verbrannte humanoide Gestalt auf einem Motorrad. Wie das hier unten reinpasst, weiß man nicht so genau, aber es passt hier rein, sogar proportional. Ehrlich? Ja. Nicolas Cage ähnlich aussehen vielleicht. Hä? Bist du doof? Nee, mach nix. Wegen der Proportionen. Es passt ja eigentlich wirklich nicht rein. Es sieht eher so aus, als würde sich dann halt der Raum um das Ding so verändern, dass es reinpasst. Jetzt darfst du weitermachen. Ja, aber es ist halt auch nicht die ganze Zeit komplett zu sehen. Es ist mal hier, mal da. Mit einer Kette in der Hand, die auch beim Näherkommen durch die Gegend schnellt. Und dann sind Geräusche zu hören. Vielleicht die Viecher, vielleicht irgendwas anderes. Ein Krachen, ein Quietschen, ein Geräusche. Halt. Das ist, unschöne Geräusche. Und da schreibt die ganze Zeit jemand, das irritiert mich. Also, jetzt weiß ich sogar wieder, wer Nicolas Cage ist. Der Typ ist eklig, mag den nicht. Jetzt bin ich raus. War ich stehen geblieben? Das Vieh springt vom Motorrad ab, welches durch die nächste Wand bricht und entschwindet, wobei brechen nicht gemeint ist, dass die Wand auseinandergeht, sondern das Ding prädert einfach durch und quasi hält diese Dinger fern von euch, indem es einfach die Kette schwingt in die entsprechenden Richtungen und dadurch dann Licht kommt, hört ihr immer wieder dieses lustige kleine Geräusch. Jojo fällt übrigens fast von der Leiter, auf der sie gerade hochklettert. Zum Glück ist ja Billy hinterher. Ich drück ihr den Po immer weiter nach oben. Fühlt sich weich und knackig an, wie eine Aprikose. Mit Haaren. War das Pfirsiche? Pfirsiche natürlich, wie ein Pfirsich mit Haaren. Aha. Ach scheiße, du hast ja diese komische Mod. Mist. Und ja, ihr könnt da raus. Das, so viel zum Thema, die beiden wollen immer sneaky arbeiten und wenig Aufsehen erregen und dann kommen irgendwelche
Gedöms durch die Kanalisation Aber ich glaube, gebrosselt. das. Ja, ich weiß nicht genau, wie laut das jetzt wirklich war. Auch Das ist wenn du ein irgendwelche. Industriegebiet, also es geht einigermaßen. Wenn du irgendwelche Lebewesen durch Feuer malträtierst, das Hast ist nie nein, nicht gesehen, dass er die berührt hat. es ist auch, glaube ich, es ist zwar Feuer, es sieht halt aus wie Feuer, es ist die Frage, ob es wirklich Feuer ist. Das ist eine geile Umschreibung, aber ich weiß sogar, was du meinst. Wenn ihr oben ankommt, das scheint niemand mitbekommen zu haben. Außer, Vicky. Vicky, Alter, die sah raus aus. Aber nee, Makarov, dort, wo ihr vorhin Orlovsky und Makarov gehört habt, die hängt da gerade in der Nähe des Gullis rum und guckt da irgendwie komisch runter und kratzt sich am Kopf. Aber dann kommt Orlovsky auch vorbei, sagt irgendwas und sie stapft weg mit einem Blick, der. Also, weißt du, wer auch Steinbeißer. richtig Bock hat? Ich stelle mir die Makarov gerade noch so wie so ein Steinbeißer vor. Also ja, kann ich mir denken. Ja, es ist eine alte Trollin, ne? Ja, Weißt du deswegen ja. Bescheid? Weiß Bescheid, Schätzelein. Schön Dornkart trinken. Klasse. Was war das denn jetzt wieder? Flumse. Jojo. Jojo. Ha? Ich schüttel sie so an den Schultern gepackt. Was ist denn jetzt wieder los? Au, lass das. Au, lass, was geht denn ab? Du musst da mal unbedingt was gegen machen. Wieso? Weil du dich nicht unter Kontrolle hast, Kind. Nicht nur was es Trinken angeht oder andere Sachen, aber das hier. Meinst du, das ist jetzt clean da unten oder was? Was auch immer du jetzt wieder angestellt hast? Was meine ich, was ist? Sag mir nicht, du hast das jetzt nicht mitgekriegt. Doch, ich hab's mitgekriegt, aber ich hab nicht mitgekriegt, was du gerade gesagt hast. Ah, fuck. Sollen Was wir soll ich irgendwas. meinen? Was ist jetzt da unten? Sollen wir uns zurückziehen? Gib mir doch einfach mal ein paar Minuten. Dann setz dich jetzt mal dahin. Warte mal, Ich leg mich jetzt einfach ein paar Minuten ins Auto und wir fahren woanders hin und gucken woanders oder so oder keine Trink einen Ahnung. Schluck Wasser jetzt erstmal. Du bist bleich wie die fucking Wand. Ja, ich möchte gerne zum Auto. Ja, ich stütze dich ja schon und bring dich doch hin. Pass doch mal auf, was hier abgeht, Kind. Achso, das war Vicky jetzt wird mutig. sich den Helm aufsetzen, sehr relativ tief ins Gesicht mit gesenktem Kopf ankommen und halt mithelfen. Alles klar, was ist denn los? Gott, frag nicht. Hau dich hin, wie, muss ich irgendwas Besonderes machen mit dem Kanaldeckel? Da, Ich Werkzeug, mach den gib schon mal. zu. Okay. Machen wir jetzt gerade, aber jetzt leg die erstmal ins Auto und gib ihr einen Schluck Wasser oder so. Joa, Vicky nimmt dich mit und gibt dir einen Schluck Wasser. Sie hat leider nur das gute Wasser mit Kirschgeschmack. Kirschwasser. Uff. Also dieses, weißt du, dieses süße Ja. Wasser mit zu. Nein, Yep. Siehst du, das haben wir vergessen, ordentliches Wasser mitzunehmen und Fanta. Ihr habt ordentliches Wasser mit. Aber sie gibt dir natürlich das. Jojo trinkt einen Schluck. Es belebt die Sinne. Ach. Billy weiß, was gut ist. Und ruht sich ein paar Minuten aus. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Wir haben jetzt gar nicht ausprobiert, ob wir den Kanaldeckel aufkriegen direkt in dem Lagerhaus. Neben dem hast du gesagt, ne? Bitte? Neben dem Lagerhaus hast du gesagt, ne? Nee, den im Lagerhaus. Also nicht im Lager, ja, war zu der Tür im Lagerhaus, weißt du, da war doch, hast du gesagt, ist ein Kanaldeckel für den Direkt neben dem Ablauf. großen. Ach, das Ding meinst du dort Jo. hinten. Ja. Ja. Da sind wir nicht hingekommen, ne? Da seid ihr nicht hingekommen, weil ihr keine, also weil das halt die letzte Station gewesen wäre. Aber aus den Röscher. Plänen geht das doch eigentlich hervor, dass, also auf den Plänen steht Das zumindest, ist es dieselbe Art wie sonst auch. Problem ist, dass wir nicht wissen, ob der Kanaldeckel irgendwie von oben verschlossen ist, zum Beispiel. Oder es steht was drauf, was Dummes, ne? Das meinte ich eigentlich jetzt. Ja. Bilder von oben hattet ihr ja schon. Zu dem Zeitpunkt stand nichts oben drauf. Okay. Und dort ist auch eigentlich kein Lagerplatz. Das wäre eher dort bei dem Parkplatz noch der Fall. Ja, aber Wenn sie da das mal die. noch was zubauen. Nee, das eher so, dass das von oben abschließbar ist quasi, dass man den nicht aufmachen kann von unten. Weil sonst würden ja so Viecher zum Beispiel auch einfach mal hochkommen im
Die Möglichkeit könnte bestehen, dass das von oben abgeschlossen ist, ja. Das meine ich halt. Wir wissen nicht, ob das Ding nicht zu ist. Ja, aber erstmal. Was müssen wir wegfahren? Was ist los? Fahr 2-3 Mal im Quadrat oder so. Okay, ich halte dann woanders an. Hm. Ja, fahrt ein Stück los. Ja, wir warten, bis Flumse Jojo wieder auf dem Damm ist oder sich irgendwie regt oder irgendwas. Ja, die setzt sich ja irgendwann wieder auf. Hm. Wir sind jetzt noch nicht wirklich schlauer geworden. Bis auf die Tatsache, dass da unten irgendwelches grausames Getier ist. Habe ich grausam gesagt? Inwiefern sind wir jetzt nicht schlauer geworden? Na, wir waren jetzt zum Beispiel nicht an dem einen Kanaldeckel, wo ich unbedingt hin wollte, von dem wir nämlich direkt an die Lagerhaustür rankommen. Ne? Das mal A. Den hab ich mit einer Drohne überflogen. Und? Sieht schlecht aus. Man kommt von oben, kriegt man den, glaube ich, relativ schnell. Ich kenne mich da nicht ganz genau aus, da musst du nochmal drüber gucken, Jojo, aber ich glaube, von unten geht das nicht. Höchstens mit einer Hydraulik-Hebebühne, aber die kriegt man unten nicht rein. Ja, und dann würde man irgendwas, glaube ich, rausbrechen. Das ist, glaube ich, sehr laut. Jo. Sag mal, du hast doch hier gearbeitet, Vicky. Was sind das für Viecher da unten? Hä? Ratten manchmal. Nee. Das waren keine Ratten. Ich habe eine ziemlich strange Geschichte von irgendeinem Oktopusartigen erwachten Vieh gehört, aber das halte ich für ein Gerücht. Nee, das waren mehrere irgendwie und das Ding lief auf zwei Beinen. Hier gibt's keine Ghule. Ich weiß nicht, ob das ein Ghul war. Ich glaube, dafür war es zu klein. Puh, keine Ahnung. Aber... Es ist auf jeden Fall extrem lichtscheu. Naja, ich glaube, alles, was in der Kanalisation lebt, ist bestimmt lichtscheu, oder? Teufelsratten nicht. Outgeben? Falsche ja, Aussage. Stimmt. Teufelsratte sind sogar sehr lichtscheu. Auch echt? Am Tag kommen die eigentlich eher selten raus. Echt? Okay, so extrem wusste ich nicht. Ich weiß es nicht, aber... Also sagen wir es mal so. Es gibt immer mal... Ich meine, Evo macht doch viel mit irgendwelchen erwachten Krittern und so, irgendwas bricht mal aus oder irgendwas ist fehlgeschlagen und sie setzen es irgendwo aus oder machen einen Langzeitversuch. Ich weiß es nicht, aber... Irgendwas, was bestialisch stinkt? Keine Ahnung? Kanalisation, ich dachte, da stinkt alle. Wie? Nicht so. Und du hast was abbekommen? Nee. Wie nie? Wir sollten sofort zu einem Doc fahren. Nein, ich habe nur Kopfschmerzen, ist alles gut. Wenn dich irgendwas angegriffen hat, kann das extrem anstrengend. Ich habe nichts angegriffen. Dann bist du mit dem Kopf irgendwo gegengerannt, oder was? Mm-mm. Lass es einfach gut sein, mit dir ist nichts. Bis auf Schwächeanfall. Hä? Soll mal Schwächeanfall sagen? Ach Moment, Vicky wusste das doch, oder? Die hatte ich explizit gefragt. War nur hier so Mojo-Krams-Gedönse, glaube ich. Weiß nicht so genau. Also doch, bestimmt. Vielleicht kommen die Viecher von dir? Mm-mm. Okay. Sie kommt erstmal irgendwo zum Stehen. Mhm. In der Nähe des Bahnhofs, eines Güterbahnhofs. Ich habe, die Aufnahmen kriegt ihr später, wenn wir alle Aufnahmen bereit sind. Ich habe aber ehrlich gesagt, die arbeiten halt. Was? Naja, es ist nichts Besonderes drauf. Ich habe das, was die Pläne hat, hast du ja schon besorgt. Das sieht alles so aus, als wäre es wie auf den Plänen. Also nichts anderes an Krams halt. Ich bin auch einmal drumherum gefahren noch. Und ansonsten, naja, sie sind die hauptsächlich eigentlich in der Fertigung. Außer der Makarov, die muss halt ab und zu ein paar Kisten umladen oder irgendwelche Materialien da reinbringen. Dafür benutzen sie meistens keine Drohnen, sondern... Also,
Es wirkt ein bisschen so, als könnten sie dafür auch eine Drohne benutzen, aber würden es lieber Makarov machen lassen. Und ansonsten steht die halt rum und guckt sich ein bisschen um, aber sie ist definitiv nicht ausgebildet als Wachfrau oder so. Okay. Die hat nicht mal irgendwie eine feste Route, die sie einer bestimmten Zeit abläuft. Ich meine, die war jetzt eine ganze Weile unten, da hätte eigentlich irgendwas... Nee, das scheint zumindest am Tag nicht so. Bewaffnet? Taser, alle. Sonst irgendwelche Sicherheitsdrohnen, bla, irgendwie Getönse? Nee, gar nicht. Okay. Ach ja, und die... Ich hab's gerade nicht im Kopf, was du da rausgefunden hattest, die Panic-Buttons. Also es gibt physische Panic-Buttons. Ich weiß nicht, ob sie die auch AR haben, aber es gibt sie physisch an mehreren Stellen, nämlich am außen bei der Fertigung und ich bestimmt auch innen und außen am Lagerhaus und ich nehme auch an innen, aber ja, da müsste man erstmal hinkommen. Aber das sind immer drei Leute überall. Ja, na klar, aber ich meine, besser als AR Panic-Buttons. Jo, das stimmt. Vielleicht kann man die Panic-Buttons auch demontieren. Die Frage ist zum Beispiel, hängen, das weiß ich nämlich gerade gar nicht, hängen solche Panic-Buttons am normalen Stromnetz? Klar. Also dann, ich meine, die werden, obwohl die werden bestimmt eine Batterie drin haben. Aber die hängen erstmal am normalen Stromnetz und die haben bestimmt eine Notbatterie oder sowas. Na gut, die schaffen wir, glaube ich, nicht mehr noch zu demontieren. Ja, höchstens einen im Lagerhaus, wenn ihr drin seid oder so. Müssen wir mal gucken, die Option können wir uns offen halten. Zumindest kurzfristig habe ich jetzt eine Möglichkeit, das Stromnetz von dem Gebäude noch an einer anderen Stelle außer Kraft zu setzen. Also da die Stromleitung zu kappen. Ich glaube, ich hatte vor uns gesagt zwei, oder? Ja, zwei Stellen. Deswegen, zwei ja, an der zusätzliche. Stelle und dann. Achso, zwei zusätzlich, okay, an drei Stellen. Also Licht aus und rein oder was? Nee, ich würde das eigentlich eher versuchen als Notnagel zu nehmen, weißt du? Oder beim Wegkommen oder so. Also ich sag mal, wenn es nicht notwendig ist, würde ich es eigentlich gerne erstmal nicht benutzen. Heißt höchstens halt, wenn wir abzischen, weil es ist so ein kleiner netter Bonus irgendwie. Das Ding ist, wenn die... Also die große Tür geht ja sowieso nicht auf, wenn der Strom aus ist. Aber das ist ja sowieso die von, die wollt ihr ja vielleicht gar nicht benutzen. Ja, eigentlich ja die kleine hinten. Aber das ist zwar die kleine hinten, aber die ist ja auch eine schwere Brandschutztür. Ich glaube, die ist, wenn der Strom aus ist, auch ganz schön schwer. Also, ja. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, aufkriegt man die von innen bestimmt immer, aber wenn der Strom aus ist, dann von außen da reinzukommen, könnte sehr kompliziert werden. Deswegen will ich ja eigentlich den Strom nur dann kappen, wenn wirklich alles schief geht und wir weg müssen. Also willst du durch einen Zaun rein oder was? Warum denn nicht? Ja, ich frag dich ja nur. Ich wollte mir noch die Kameras angucken. Das ist das Einzige, warum wir nochmal zurück hinfahren sollten. Ja. Die Wi-Fi-Kameras würde ich gerne irgendwie schon mir vorher... ausspionieren, damit ich weiß, wie man am besten draufkommt. Ich finde den Zaun eigentlich gar nicht so blöd. Ja, ich kann ihn von draußen mit Kleber wieder dran machen, dann sieht's so aus, als, ne? Wie lange brauchen wir denn? 10 Minuten raus, rein, 10 Minuten wieder raus, oder? Nee, ich schätze mal insgesamt Spielleiter Viertelstunde, passt das? Ich glaube, ich hatte sogar schon gesagt, eine Viertelstunde. Ja, deswegen wartet irgendwas habe ich mal, Viertelstunde habe ich im Kopf. Also ihr hattet euch ausgerechnet eine Viertelstunde. Okay, im Normalfall. Nee, ungefähr. Genau, ihr hattet euch ausgerechnet eine Viertelstunde und das ist das, da schafft ihr höchstwahrscheinlich das, was ihr euch vorgenommen hattet. So. Okay, also sagen wir mal, vermutlich, also mindestens eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Da kann eine Menge passieren in 20 Minuten, weißt du das? Ich weiß, dass da eine Menge passieren kann, aber deswegen haben wir ja noch Plan B. Aha. Na, wir haben nicht umsonst die ganzen Infos geholt. Möglicherweise können wir halt damit was anfangen, mit dem Wissen, was wir jetzt haben und den Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Verstehst du? Also, sagen wir es mal so, mir wäre es lieb, ich sag's jetzt mal einfach so, wie ich denke, wenn wir jemanden hätten, der uns quasi reinlässt. Und
den wir auf der Seite, auf unserer Seite haben. Dass wir quasi, na, wie soll ich denn sagen, dass wir die Person, keine Ahnung, bestechen oder halt uns die Tür aufgemacht wird und dann auch vereinfacht wird, dass wir die anderen zwei erstmal ausnocken komplett. Also jetzt nicht was. Das Ausnocken ist schwierig. Also ich würde eigentlich eher darauf setzen, dass wir von uns aus reingehen und einfach darauf bauen, dass in einer bestimmten Zeit niemand ins Lagerhaus kommt. Damit wir da einfach unsere Ruhe haben, verstehst du? Im Lagerhaus läuft ja auch normalerweise nur der Troll rum. Also einer der Trollen. Wenn überhaupt, die laufen. Also ja, jedenfalls am Tag war es jetzt wirklich so, die waren nur drin, um irgendwas zu holen. Aber wenn, ja genau, wenn jemand was aus dem Lager holt oder reinlegen will, dann kommt jemand rein. Mhm. Genau, aber wenn wir da einfach mal sicherstellen, also meine Idee wäre jetzt, dass wir einfach zu einer bestimmten Zeit sicherstellen, also entweder zu einer bestimmten Zeit oder auf irgendein Codewort oder irgendwas anderes, eher sicherstellen, dass einfach mal, naja, jemand mal in der Zeit eine längere Zigarettenpause macht und nicht ins Lagerhaus geht. Und derjenige, der halt normalerweise ins Lagerhaus ginge, um was zu holen oder sowas, ist ja eigentlich Tima Karov, oder? Also ja. Sie hätten eine Drohne, wo es auch ein anderer machen könnte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das tun, weil die ja auch zu schrauben haben oder zu bedienen haben. So, das heißt, wenn wir die Makarov, also wenn wir über die Makarov quasi eine gewisse Zeit kriegen, in der sie einfach nicht ins Lagerhaus kommt, sodass wir freie Bahn haben oder möglicherweise uns sogar, sollte irgendwas schief gehen, vielleicht eine kurze, irgendwas, irgendein Zeichen gibt oder sowas, dass wir abhauen können rechtzeitig, dann ist doch eigentlich genau das, was wir wollen, erreicht und wir müssen nicht zusätzlich irgendwen umlegen oder reinbringen oder, also nicht umlegen, aber irgendwie ausnocken oder irgendwas, weil das ist doch viel komplizierter, als wenn wir einfach nur eine bestimmte Zeit haben, in der jemand mal wegguckt. Ich glaube, dazu lassen sich die Leute auch viel eher überreden. Wenn die Makarov die Orlovsky ausnocken, ausgenockt sieht, dann hat die eine Genugtuung, die würde es nicht stören. Ja, aber damit haben wir doch nur, also damit reitet sich die Makarov rein, damit haben wir nur mehr Ärger. Wieso reitet die sich mit rein? Na, weil sie eine andere Mitarbeiterin angegriffen hat. Nein, nicht die Makarov greift jemand an, wir greifen die Orlovsky an. Finde ich viel zu unsicher. Wieso? Weil wir nicht A, nicht sagen können, was da so jetzt geht und keine Ahnung. Also ich sag mal, wenn es nicht notwendig ist, würde ich das eigentlich gerne vermeiden. Ich frag mal anders. Traut ihr euch überhaupt zu, sie gezielt aus dem Schatten heraus auszunocken? Die Makarov? Nein, die Orlovsky wolltet ihr. Weil ich meine, wenn ihr nicht zu 100% sicher seid, dass ihr sie mit einem Schlag niederstrecken könnt, dann ist das laut und ekelhaft und was weiß ich. Wir müssten beide zur selben Zeit an den zwei anderen Personen dran sein. Wenn wir die Makarov auf unserer Seite haben. Ich glaube, da müsstet ihr in die Fertigungshalle. Weil bestimmt immer einer drin sein wird. Außer ihr kreiert halt irgendeine Ablenkung und man zieht die Trolle mit ein, sodass die beide rauskommen müssen. Aber das finde ich eigentlich Blödsinn. Das ist viel zu viel Aufwand. Also finde ich. Also, vielleicht sehe ich das auch völlig falsch, aber... Es ist aber clean. Es ist clean und wir... Doch, wir nehmen die ganzen unbekannten Variablen raus. Aber das können wir nicht. Natürlich. Kannst du sicherstellen, dass du... Wie willst du sie denn kalt machen? Also, ausnocken. Ja, zum einen gibt's sowas wie Taserwaffen, beziehungsweise... Bist du dir sicher, dass du sie triffst und bist du auch sicher, dass du sie mit einem Schuss ausnocken kannst bei einem Taser? Ich wäre das nicht. Also wenn du einen Taser hast mit den Drähten dran, mit den Haken wieder haken, du kannst auf Entfernung 5 Meter zielsicher den Taser abschießen. Auf 5 Meter, die musst du erstmal ran sein. Darum geht's doch. Also, das würde ich behaupten, ist machbar. Also ich weiß es halt nicht. Wenn du sagst, du kriegst das hin, ich würde das von mir nicht sagen. Ich kann das nicht garantieren, dass ich das hinkriege. Garantieren kann ich es auch nicht, aber es ist immer noch sicherer, die aus dem Rennen rauszunehmen von Grund auf, als irgendwelches Risiko eingehen. Nee, das ist nicht. Wir weil können wenn das schief geht, dann sind wir auf jeden Fall aufgeflogen. Joi, wir können dieses Mal keinen Abgang wie auf dem Dach machen, das ist sicher. Das weiß ich, aber wie gesagt, wenn einer es nicht packt von uns beiden, dann sind wir auf jeden Fall aufgeflogen und dann rufen sie sofort die Bullen.
Also ich denke, es wäre ein Versuch wert, quasi zu warten, bis eine Person rauskommt. Die Makarov ist auf unserer Seite, eine Person kommt raus, kriegt Ja, einen damit Taser. rechne ich halt noch nicht, dass sie auf unserer Moment. Seite ist. Ja, das müssen wir aber halt sicherstellen. Und ich denke, mit den Informationen, die wir haben, können wir sogar relativ sicherstellen. Bist du dir sicher? Also ich glaube immer noch, dass es wesentlich einfacher ist, jemanden dazu zu überreden, mal eine gewisse Weile wegzuschauen, als jemanden dazu zu überreden, aktiv bei irgendetwas mitzumachen. Mutterliebe. Aber wozu? Das Kind ist tot. Ich glaube Mit trotzdem, dass Mutterliebe sie kannst gerne du dann. wüsste. Ja, aber was willst du denn da jetzt noch machen? Ich glaube, dass der ganz viel daran gelegen ist, dass sie weiß, wo ihr Kind begraben liegt. Oder hast Ich du glaube, gehört, dass dass sie sie erst, nochmal? ich glaub, dass sie erstmal gepflegt ausrasten würde, ehrlich gesagt. Ich meine, bei allem, was du jetzt sagst, bedenke Makarov als Variable. Ne? Von wegen Variable ausschalten. Ich würde nicht sicherstellen, dass wir mit den Informationen, die wir haben, weil sie sind zwar für sie von Relevanz und sie sind für sie auch irgendwie emotional wichtig. Aber ich glaube nicht, dass wir damit sicherstellen können, dass sie wirklich tut, was wir brauchen, weil so extrem, also es ist sie zwar wichtig, natürlich ist es ihr wichtig, aber es ist sehr lange her, dass zum einen, es ist über 20 Jahre her, dass sie dieses Kind verloren hat, quasi. Okay. Bevor wir hier viel zu viel mutmaßen, pass auf, wir machen Nägel mit Ja. Köpfen. Eine kurze OT-Frage, Meister. Könnte ich es bewerkstelligen, dass ich von meinem Wegwerf-Comlink anrufe auf einer bestimmten Nummer? Davon ausgegangen, dass ich die Nummer von der Makarov habe, ihre Comlink-Nummer. Wenn das der Fall ist, dann sag bitte jetzt Ja, klar, ja. hast du die. Okay. Ah, nee, warte mal, die hatte doch gar keinen Comlink. Das war ja die Was? alte Schnöpfe, die keins hatte. Doch, die Außer das hatte einen Arbeitscomlink. Comlink, aber Comlink? die hatte einen Comlink, aber die hatte Social kein Network. Comlink. Social Ach, stimmt. Network. Kein Na, Social Network. aber die ganze Zeit habe ich sie gewusst. Ja, du hast ihre Comlink-Nummer. Gut, das heißt, ich könnte die jetzt quasi gerade jetzt momentan anrufen, als Beispiel. Jetzt gerade nicht, weil jetzt ihr Comlink ja im Spind liegt und sie ihr Arbeitscomlink hat. Aber sobald sie aus der Arbeit raus ist, kannst du anrufen. Haben die keine Rufumleitung auf das Arbeitscomlink? Ist nicht gestattet, Privatgespräche während der Arbeitszeit entgegenzunehmen. Und das Arbeitscomlink, die Nummer haben wir nicht. Doch, die hast du auch. Die habe ich auch, Aber da würde ich wunderbar. nicht drauf anrufen. Von Nicht einem mit solchen Wegwerf? Infos. Ich weiß davon eh nichts, was du vorhast. Ja, hör doch erstmal zu jetzt. Ich erzähle das ja jetzt im Moment Ach gleich so. weiter. Die zweite Frage ist, ob ich eine Stimmenmodulation vornehmen könnte von einem Wegwerf-Comlink aus, damit man die Stimme verstellt. Willst du sie verstellen wie eine bestimmte Person oder willst du einfach nur einen Verzerrer machen? Verzerrung. Easy. Easy peasy, right? Hör zu, Ja. Jojo. Folgende Idee, hör zu, Vicky, du auch. Wenn ich jetzt die Makarov anrufe und der Makarov sage, also ich habe Informationen über den Verbleib ihrer Tochter. Wie willst du sie denn jetzt anrufen? Auf dem Arbeitscomlink. Bist du Da werden bekloppt? die Weißt du nicht, ob der Gespräche Arbeitgeber aufgezeichnet. mithört? Also Dann sie backen werden wir halt. zumindest alle also bei uns wurden alle Gespräche aufgezeichnet. Dann wissen die doch sofort, dass da was im Busch ist. Ich meine, es Dann ist immer die machen wir eine Frage, ob sich Falle. das jemand anhört, aber es ist zumindest alles drauf. Das heißt, ob sie dann kooperiert, ist fraglich. Dann machen wir es halt am Sonntag. Dann rufe ich am Sonntag halt eben an. Ist doch gehupst wie gesprungen jetzt. Das Ding ist, ich möchte wissen, wie sie drauf reagiert, wenn der Name ihrer Tochter fällt und dass ich den Verbleib ihrer Tochter weiß. Wisst ihr, das Damit. eigentlich beschissen ist doch eigentlich, dass nicht Lazarev und Makarov in einem Team sind. Tja. Aber das können wir vermutlich auch nicht ändern. Vermutlich. Kann man das nicht? Wenn einer davon krank wird, bei Krankheit 3 Wochen ist raus. Oder wenn es zwischen Makarov und Orlowski einen richtig dicken Streit Richtig gibt. umdingst. Gott, wie wollt ihr denn jetzt da die Zwietracht weitersehen zwischen den beiden? Wenn die Makarov jetzt der Orlowski dermaßen ein gegen die Kasse fährt, dann, Ja, ich hätte auch Angst, dass sie raus ist. Das Einzige, was wir irgendwie versuchen können, ist, dass die Orlowski einfach mal abdreht. Aber ich Och, frage es wie. wir laden die zu Boris in den Club ein. Und Ja, aber dann was soll die füllen wir die denn? heftigst ab. Dass Ja, und dann geht sie zu Makarov oder was? Nö, dann fällt die erstmal ein paar Tage aus. Wir können die so dermaßen abziehen, also abfüllen, sage ich mal, im Abend, dass sie uns nicht abnippelt, aber halt, dass sie erstmal eine Woche nicht mehr gerade gucken kann. Aber dann wissen wir nicht, wer einspringt. Tja. Und einer von Das. den Montag- bis Mittwoch-Leuten, die können ja nicht, die sind ja völlig breit. Ah, der Lazarev braucht
Moneten. Außerdem kann man sich zwei Runden in einem Stück von Long Haul einfahren. Das ist richtig, dann wäre er wach bis... 8 Tage einschließlich Freitag. 4 Tage wirkt Long Haul. Das ist die doppelte Dauer und nicht die anderthalbfache? Okay. Nee, ist die doppelte Dauer. 8 Tage. Das heißt, er könnte quasi er könnte Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag arbeiten, Sonntag schlafen und dann zurück. Nee, dann stehst du mal länger, aber das ist egal, das ist dem Arbeitgeber garantiert immer noch lieber. Weil bis dahin hat er viel länger Zeit, noch einen Ersatz dann für den ersten Tag von ihm zu finden. Da müssen wir dem Lazarev nur die Idee einpflanzen. Hm. Also bei uns war es so, wenn jemand ausgefallen ist, wurde erstmal eine Rundnachricht geschickt, wer will dessen Arbeit übernehmen, wird bezahlt. Wird manchmal schlechter bezahlt als die richtige, aber wird bezahlt. Vielleicht ist das da auch so. Ich nehme das irgendwie an. Und dann weiß ich nicht, ob er selbst auf die Idee kommt, wenn er jetzt schon so viel Schulden dort hat. Das sind mir alles zu viele Fragezeichen. Hm. Und wenn einfach zwei Leuten in der Produktion was passiert, das wäre dann Jolowski und der Jerschow. Dann wäre das verdammt auffällig. Mhm. Meine Rede. Ich möchte mir die Kameras jetzt trotzdem noch angucken. Können wir da hinfahren? Ja. Willst du die dir angucken, von wegen angucken oder matrixmäßig angucken? Matrixmäßig angucken. Reicht dir eine Drohne als Zwischenstation? Ja. Als Router? Dann können wir das von hier machen. Das ist ein Relay, kein Router. Verzeih, als Relay. Ein Relay ist keine Waffe. Richtig. Da fliegt so ein kleines Dröhnchen los und da kannst du dir die Scheiße angucken. Da. Die Kameras. Die sind natürlich geslaved an den Host, sind aber an sich nicht ultra hochwertig. Also, die haben eine Blitzkompensation offenbar eingebaut. Also, wenn sie das mit Jojos Wissen abgleich, die Daten, bla bla bla, Blitzkompensation. Mhm. Sind an sich jetzt nicht, sind alles andere als unhackbar. Also, das sind so mittelmäßige Dinger, das kann man schon machen. Ist nicht so einfach wie das Kommunikier von dem, den du heute gehackt hast, aber klar. Es geht. Aber sind halt geslaved an den Host und damit halt immer ein bisschen blöd. Das heißt, die haben die Stärke vom Host. Ah, warte mal ganz kurz, ich hatte noch das Passwort für den Host. Du hattest einmal irgendein Passwort von Lazarev und du hattest das Kundenbearbeitungsdienst-Passwort von dem anderen, genau. Trojew im Lagerhaus hat den Code geschickt bekommen, wobei jetzt wir nicht wissen, wer der Trojew ist. Trojew? Ja, du hattest gesagt Trojew. 4x718. Mich mal ganz kurz in meine Notizen wühlen. Das sie jedenfalls, meine ich, mir aufgeschrieben zu haben. Ich glaube, dann habe ich wieder mal meinen Mund nicht aufbekommen. Hier steht Lazarev. Ach, der Lazarev war das auch schon wieder. Oh, wer hat wohl den Code versiegelt? Sowas aber auch. Das würde ja zu dem passen. Der fühlt sich wahrscheinlich nicht mal angesprochen. Weil er nicht. Wir's mal so. Die Nachricht war noch auf seinem Kommen. Ah, nee, war nicht. Weißt du nicht, stimmt. Weiß ich nicht. Ja, falsch, aber. Natürlich ist sie noch auf seinem Comlink. Also der Lazarev war das, nicht der Trojew. Ja. Im Lager. Also dem sein Code habe ich. Ich probiere mal dem Lazarev seinen Code eben kurz aus. Zugriff verweigert. Shit. Habe ich noch Zugriff auf dem Lazarev seinen Comlink? Mach mal bitte Computer und Intuition. Computer und Intuition. Moment, jetzt muss ich wieder blättern. Ich habe zu viele Notizen. Computer war 3 und Intuition 4, 7, bla. Ja, plus 2 habe ich heute die ganze Zeit vergessen, weil du Technomancer bist, ne? Echt? Mhm. 4 Erfolge, mein Freund. Gut. Direkt am Limit, perfekt. Diese böse, gemeine Frauenstimme, es sind immer böse, gemeine Frauenstimmen, hat dir gesagt, Zugriff verweigert. Aber es gibt so ein kleines Flüstern aus dem Lagerhaus, männlich naturell ist, deswegen freundlich, dass sich bei dem Code eher angesprochen fühlt. Es handelt sich dabei um die Drohnen, die man benutzen könnte, um schwere Kisten irgendwo rauszuheben. Ah, also wissen wir jetzt, dass wir eine Drohne zu unseren Freund nennen können. Ja. Ist die Drohne nicht an den Host geslaved? Doch, aber du hast den Code dafür, also passt. Also kann ich mich auf die Drohne einhacken über die Drohne an den Host? Über den Host an die Kamera? Nee. Wie, nee? Na, wenn du den Slave als legales Dingenskirchen halt benutzt, dann benutzt du dieses Gerät, aber du kannst ja dann nicht quasi auf den Rest zugreifen.
Verstehst du was, Schmaler? Der hat einen Extra-Code für die Sachen, die er halt noch so macht, was weiß ich, wenn er irgendwelche Geräte in der Fertigung bedient hat oder einen Code dann für seinen Spind hat und deswegen muss er sich ja die ganze Scheiße merken und kriegt's nicht hin. Der hat ja keinen Zugriff auf den Gesamthost, den hat vermutlich nur der Systemadministrator, was vielleicht der Chef, was der Chef ist, das weißt du aus den Daten. Aber ich könnte mich quasi über die Drohne an den Host hacken, einfacher? Dann ist es einfacher, wenn du den Account nimmst, den du schon hast vom Kundenbetreuer und dir dann dort weitere Rechte erhackst als über die Drohne, weil der schon mehr Rechte hat. Okay. Aber wenn wir den Code von der Drohne haben, dann können wir doch, also ich sag mal, die Drohne ist doch eine der Dinge, die wahrscheinlich am ehesten mal ins Lagerhaus reinkommen, um irgendwas rauszuholen. Ja klar, weil die nur zum Liften da ist. Ja, die richtig. Steht 90% der Lagerhaus in dem vorgesehenen Abteil, weil der Troll ja immer trägt. Das heißt, die ist arbeitslos gerade und freut sich über Arbeit. Ja. You! Na, das wäre doch schon mal, also die Information, da gebe ich natürlich an die Mädels weiter. Dann könnten wir hier rein theoretisch die Drohne, alles, die beiden Rucksäcke voll Zeug krabben lassen und einfach zum Gitter jetzt fliegen lassen und dann gehen wir. Voll den Meister ausgetrickst, das machen wir. Jetzt gleich. Fliegen? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was du meinst. Ich weiß, also, das ist also ein krankes Hirn. Problem, irgendwelche Regale hochzuklettern, hat sich damit erledigt, denn bei der Größe des Lagerhauses ist das Ding nicht so laut. Also ich glaube, wenn du das meintest, das ist tatsächlich gut. Nee, die Drohne, dass die Drohne sich jetzt die ganzen Sachen greift, aus dem Lagerhaus rausfährt und zum Zaun und dann machen wir den Zaun eben kurz auf, nehmen die Sachen der Drohne ab und fahren weg. Das hatte ich gedacht. Ja, das ist ein solider Plan. Das war die Schwachstelle, die du offen gelassen hast. Nicht dran gedacht. Ich hab's voll ausgenutzt. Krass, oder? 10 Millionen die Schwachstelle, Karma. Die ich offen gelassen habe, nachdem ich dir den Code genannt habe, meinst du? Ja, natürlich hast du voll vergessen wieder. Boah, shit, die Drohne brauchen die doch nie. Die wollen ja Sachen klauen, da brauchen die keine Drohne, die Sachen hebt. Warum habe ich dann Jojo überhaupt auf die Schultern genommen, Alter? Mir ein Ich hast zugelegt wegen dir. Weil du für die Zukunft weißt, dass es funktioniert. Gut, wenn wir irgendwann mal die Frage haben, sag ich. Wir okay, also hast du jetzt Zugriff auf die Kameras oder nicht? Nein. Okay, hast du nicht. Kannst du sie denn kurzzeitig mal aus zum Absturz bringen oder sowas? Jetzt gerade will ich jetzt nicht versuchen, nicht, aber generell ja. Okay, dann, das heißt wenigstens das, wenn irgendwas ist. Meister, du kannst mir nochmal kurz über den Mund fahren, ob ich falsch liege, weil ich könnte die ja Data spiken in dem Moment, wo du meinst, die ausschalten. Die komplexe Form. Jo. Ja. Haust du zweimal drauf, kriegst ein bisschen Entzug, ist er kaputt. Und keiner weiß warum. Okay. Also ich sag mal, wenn wir die Kameras zur Not aushaben wollen, die hängen mit Sicherheit auch am Stromnetz, vielleicht kriegen wir die dann irgendwie aus. Also wenn wir wirklich abhauen müssen. Wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass wir gucken, dass wir reinkommen. Irgendwie vielleicht die Makarov raushalten. Ich meine, natürlich wäre es geil, wenn beide auf derselben Schicht liegen. Aber dann müssen wir mal gucken, ob uns noch was einfällt. Wie wir das vielleicht hinbekommen, was? Also ich rede euch deswegen nicht so viel rein, weil ihr letztlich da drin seid und so und ihr euch mit der ganzen Sache wohlfühlen müsst. Aber vielleicht kann Lassara schon irgendwas machen, was bis Vorbereitung. Naja. Was hält halt. So Mittwochabend macht er was und Donnerstag sind wir dann dort. Irgendwas halt. Und ich meine, er hatte ja irgendwann mal Supernoten in dem ganzen Mechatronik-Kram. Also ist er nicht, er ist jetzt total fertig, aber er ist ja prinzipiell nicht vollkommen inkompetent. Naja, er könnte den Gullideckel zum Beispiel offen lassen. Zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Ansatzpunkt. Oder die Nottür zum Beispiel, so dass man von außen besser reinkommt. Lieber die Nottür als den Gullideckel bei dem, was da heute unten rumkreucht und fleucht, ehrlich gesagt. Habt ihr Bilder davon? Nee. Okay. Wieso, wäre das was wert? Vielleicht, aber es ist vor allen Dingen erstmal interessant zu wissen. Also, ich weiß, ich habe echt keine Ahnung, was es sein soll, deswegen. Ja, ich will dem Zeug nicht nochmal begegnen. Das hat nicht nach freundlichen Kaffeekränzchen geklungen. Dafür gibt's moderne Kammerjäger, ja. Das will ich auch nicht. Also dann soll der lieber die Tür irgendwie offen lassen oder sowas oder den Schließmechanismus der Tür irgendwie kappen, das ginge. Dann müssen wir die nämlich einfach nur aufmachen, dann müssen wir auch nicht mehr groß aufbrechen, das wäre natürlich schon mal hilfreich. Jetzt halt die Frage, ob er es so gut, das müsst ihr einschätzen, wenn ihr ihn vielleicht vor euch habt, ob er noch so klar ist, dass er das hinbekommt, ohne dass jemand mitbekommt, 3 Tage lang. Ja, es würde ja reichen, wenn er das am letzten Tag machte. Zum Schichtwechsel.
Richtig. Wie viel Uhr ist denn eigentlich Schichtwechsel? Mal so eine andere dumme Frage. Ist es immer um 12 Uhr nachts von Mittwoch auf Donnerstag oder was? Ah. Das heißt, die fangen dann gerade an mit der Schicht. Naja, allerdings hatten wir ja auch nicht ganz zu Unrecht gemeint, was ja halt richtig ist, dass das am sinnvollsten wäre, am vorletzten Tag, wenn die schon ein bisschen wach sind, da reinzugehen. Müde, meinst du? Ach so, ja, klar, ja. Ne? Eine Weile wach. Damit sie einfach unaufmerksamer sind und vor allen Dingen halt auch schon eine Weile gearbeitet haben, unmotiviert sind und also noch Schwere unmotivierter, Beine haben. schwere Beine haben und erstmal mal sagen, oh nee, mach ich später, weißt Heute habe ich schon du? Ist mehrfach gesehen, dass eigentlich. die Makarov auf jeden Fall immer mal eine Pause braucht. Die ist alt und die macht das jetzt zwar noch nicht so lange, aber den ganzen Tag irgendwelche Scheiße hin und her schleppen geht total krass und den Rest muss sie eigentlich stehen. Das ist echt anstrengend, glaube ich. Ist eigentlich noch irgendeine Art von Spiel oder irgendwas, was vielleicht sich da ein paar Leute reinzwirbeln? Irgendwann in der nächsten Zeit. Jojo, guck mal. Spiel? Naja, Sprichst du irgendeine von sowas wie... Sportveranstaltung oder so. Ah, ich wusste es doch. Oder irgendein Film, auf den alle warten oder irgendwas anderes halt, Oder weißt ein Brandon Task Konzert. du? Frau Orlowski, ne? Weißt du, worauf die richtig im Bock hat? Auf die neueste Staffel von Blutsbande mit dem guten Das dachte ich Shetty. mir doch fast. Wofür haben wir die denn? Ich mein Vampir-Soap. Können wir nicht irgendwann sowas einführen wie Porn-Games oder so irgendwas? Das wäre doch viel witziger. Schreibst du den Hintergrund und das ist dingsig. Okay, gute Idee. Mach ich. Die neueste Staffel kommt. Der von euch, der das höhere Edge hat, also Jojo, würfelt das bitte mal, dann sage ich das, wann das ist. Jojo gewinnt. Zwei Erfolge, so. Hä? Wo siehst denn du Die hat zwei aus Versehen Erfolge? im Chatfenster mit mir gewürfelt. Ihr chattet die ganze So. Zeit hinter meinem Rücken, ich sterb Nee, nur wirklich vorhin bald. mit dem Geist, mein Freund. Stimmt gar nicht. Ihr lügt doch. So. Was hat sie Billy ist geschrieben? bald Das tot. muss sterben. Oh, also, das schneiden wir raus. Ist bald tot. Aus deinen Dich Ohren. ist bald tot. Also, zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Die neueste Mehr als Staffel du. kommt. Wieso Du. mehr als ich? Mehr Das als ist Düs, der ich. gewürfelt Ach hat. so. Mehr als Düs. Deswegen bleibe ich auch am Oho! Leben und es stirbt. Ach, deswegen war Kann das. man bitte Alles sagen, klar. dass Billy stirbt, weil ich wollte eigentlich schon nicht vom Ableben Gebrauch machen. Wie willst du denn ohne Billy weiterleben? Was ist denn dein Lebenssinn, Alter? Meinst du jetzt mich? Ja. Was ob die neueste Staffel kommt raus. Masturbation. Am Sonntag. 14 Scheiße. Uhr 10. Gut. Da arbeitet keiner. Wobei. Doch, aber nicht die. Ja, keine von Interesse. Sie ist jetzt auch von den Profilen Billy hatte sie ja schon ein bisschen besser gegoogelt. Sie wartet da schon drauf und sie will sich das schon gern ansehen und sie will. Aber sie ist nicht so ein großer Fan, dass sie höchstwahrscheinlich sich das eher illegal zieht. Dann bringt uns das nichts. Jo, der Meister tut wieder Destructive Information Spreading hier. Die Welt muss nicht sein. Kurz unnötig Hirnschmalz verbraucht, Alter. Oh, ich glaube, bei uns fängt es zu regnen an, gerade hier. Das war einfach nur irgendeine Landmine, die wieder explodiert ist. Ach, bei uns ist wieder Bombewetter hier. Hast du mir eine Landmine ins Klo gelegt, ja? Nee, das ist So eine eine Seemine. Tretmine. Es ist eine Seemine dann. Auch so schön geformt oder musst du da nachhelfen? Mit Spikes dran Kiezbemalung und so. natürlich. Mit Ich bin Spikes dran. natürlich, so wie so eine Seemine halt aussieht. Toll, muss ich mir das ganze Badezimmer putzen. Wenn die hochgeht, dann hast du mal lange Zeit weiße Fliesen gehabt, ey. Ja, ihr nannten ihn Pferd. Warum das lange Gesicht an der Milchbar? Okay. Dann. Haben wir's. Wie machen wir es denn jetzt? Lazarev ist vermutlich instabiler als Makarov. Ja. Nicht, Der wenn es um ist auch gerade Detroit nicht auf geht. Arbeit. Er kann uns vielleicht was vorbereiten. Und ob ihr mit Makarov noch was machen wollt, da habt ihr ja jetzt noch ein bisschen Zeit, das zu durchdenken. Wie wär's damit? Vielleicht.
je nachdem, wie diese Tür aufgebaut ist, kriegen wir ihn echt dazu, dass er den Schließmechanismus der Tür irgendwie so verdings. Ich meine, das ist ja eine Nottür. Die steht die manchmal offen? Wird die oft geöffnet oder ist die eigentlich immer nur zu? Also ich habe nie gesehen, dass die offen war. Okay, das heißt, wenn er den Schließmechanismus manipuliert, dass wir die einfach aufziehen können und dass sie nicht mehr abgeschlossen ist, dann reicht das doch. Können wir uns nämlich dass einfach sie keinen Alarm gibt, weiß ich nicht, ob er das genau hinkriegt. Das sollte aber eigentlich nicht so schwer sein. Oft ist bei diesen Feuertüren ist das ein Kabel, was du rausziehst. Hm. Oder zwei maximal. Also es dürfte der eigentlich hinkriegen. Okay. Wie wär's denn mit dem Vorschlag? Du kümmerst dich um den Lazarev und deine Tür. Und ich kümmere mich um die Makarov und den Anruf. Gut. Aber mach ihn vielleicht wirklich nicht auf ihr Arbeitskommunik. Nee, ich warte bis morgen, bevor ich die anrufe, dann rufe ich sie auf den Privaten an. Okay. Haben wir ja bis schon morgen? Auf uns. Ja, morgen ist Sonntag, oder? Morgen ist Freitag. Fuck, ja, dann warte ich bis. Dann warte bis Sonntag. Ja, ich muss am Sonntag anrufen. Okay. Wie sieht denn das aus? Habt ihr irgendwelche Sichtgeräte? Was meinst du mit Sichtgerät? Naja, irgendwas für die Augen. Naja, mit Nachtsicht und sowas, ja. Ich habe meine AR-Kontaktlinsen drin, das ist aber auch alles. Mit Nachtsicht und sowas? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich mein Jojo, was ist denn und sowas? Naja, ich habe noch eine Möglichkeit für eine Blitzkompensation, aber sonst... Du hast also Blitzkompensation, okay, gut. Ja. Foxy, dann werde ich dir auch noch irgendwas mitbringen mit Blitzkompensation, wenn es richtig losgeht. Mhm. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann mache ich lieber Gewitter als gar nichts. Okay. Möchtest du einen Regentanz aufführen? Wer? Mhm. Im Auto. Cool. Nackt? Nein. Jetzt wird sie wieder rot. Nein. Tatsächlich doch. Nicht. Aber Regentänze werden immer nackt aufgeführt. Du wirst ja echt nicht rot. Hast du dir was reingepfiffen? Nein. Ich schäme mich einfach nicht für meinen Körper. Dann ist ja gut. Mhm. Warum trägst du dann so viel Make-up? Und Regentänze werden überhaupt nicht nackt aufgeführt. Da hat man immer noch irgend so einen Lendenshorts. Hm. Mhm. Nicht immer. Ach so, okay, dann kenne ich nur die zensierten Regentänze aus dem Tritt. Ja. Das musst du ja besser wissen. Klar. Mhm. Bisschen luftiger um die Beine, ist ganz angenehm. Den Spruch kenne ich eigentlich nur von Kerlen. Ich habe zu viel mit Männern zu tun, glaube ich. Also ehrlich gesagt ist das jetzt nicht unbedingt eine Überraschung. Echt nicht? Nee. Hm. Bin so durchschaubar. Mittelmäßig. In einer halben Stunde müssen wir uns abholen lassen. Haben wir noch irgendwas? Dum. Fuck, ich hab vergessen, die Kamera anzubringen, aber ich will da jetzt eigentlich nicht nochmal hinfahren, wo wir schon fertig sind, das Ding zugeschraubt haben. Aber können wir nicht die Kamera irgendwo noch anbringen, wo sie vielleicht die Hintertür im Auge behält? Da haben wir nämlich da zumindest schon mal für die nächsten Tage einen Einblick, ob die Hintertür oft offen ist oder nicht. Ob das halt eine Möglichkeit ist, weißt du? Und da die Stellen am Zaun oder so, ob man da durchkommt. Oder ob da viel Verkehr ist und so. Mhm. Dann machen wir das doch. Wer von euch hat geschickte Finger? Sie. Foxy? Du hast geschickte Finger? Was? Na klar, Make-up-Künstlerin, bla, Gedönse. Jojo ist eine Rassistin. Was, wieso das? Elfen mit den geschickten Fingern, so. Nee, Make-up-Künstlerin mit geschickten Fingern. Ja, komm schon. Jeder hat ein paar Vorurteile. Okay, wenn du willst, dann bringen wir jetzt noch die Kameras an. Yo, let's go. Let's go. Ihr fahrt dahin, in die Nähe. Und wohin, ihr müsst direkt dahin fahren. Billy steigt aus. Du klatscht voller Kanne die Kameras an. Ist Billy geschickter als Jojo, echt? Na, aber... Jojo, Fingerfertigkeit. Ich hab ne Vierer geschickt, das ist es aber auch. Pass auf,
Was hast du mit Fingerfertigkeit? Fingerfertigkeit ist hier leider völlig irrelevant. Okay. Das Verstecken von Gegenständen ist Verkleiden. Geschick und Verkleiden hast du 8 Würfel, ne? Disguise, ja. Brauchst du nicht würfeln. Du bringst die Kameras geschickt an, sodass sie nicht zu sehen sind, außer man sucht irgendwie gewisse Dinge perfekt und ganz akribisch ab und passt. Yay. Okay, ich würde sagen, wir erledigen das alles. Dann habe ich nämlich zum Wochenende hin auch deinen Kram fertig. Gut. Und sollen wir uns dann am Montag nochmal treffen? Ja, ich sag dir Bescheid am Sonntag, wenn ich mit der Makarov durch bin. Okay. Also euch. Gut. Ich werde nochmal genauer die Route ausarbeiten, die wir dann an dem Tag nehmen, wo es halt losgeht. Gut. Gut, und ich guck mal, ob ich mir irgendwie den Lazarev krallen kann. Jerschow. Jerschow? Lazarev. Lazarev. Lazarev, okay, sorry. Ich komme schon ganz durcheinander mit den ganzen Namen. Ja, es sind auch so viele, aber das ist nicht schlimm. Gut. Gut. Bis Montag, also. Wir fahren jetzt erstmal zurück, oder? Richtig, richtig, richtig. Letztens bitte hier nicht stehen jetzt. Nee. Ja, also ich meine, ihr fahrt irgendwo hin, dann geht ihr genau, ihr geht in den hinteren Laderaum, vorne steigt jemand ein und ihr fahrt raus und sie setzt euch an, nee, nicht zwingend, dann steigt jemand außerhalb des Gebietes aus und sie bringt euch dahin, wo ihr möchtet. Ruppt dann als erstes mal dieses Rabutnik-Logo von Nakara. Ach, jetzt sieht dein Wagen schon viel hübscher aus. Ja, keine Ahnung. Fand es jetzt nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Pizzaservice. Pizzaservice-Logos sind alle hässlich. Ja, beim nächsten Mal gehe ich als Kammerjäger. Da kannst du dann irgendwie Schrotflinte mitnehmen, meinst du? Na, nicht nur das. Ich habe außerdem ein unglaubliches Talent mit Ratten. Wieso? Die lieben mich. Ja, aber ist der Kammerjäger nicht dazu da, sie auszurotten? Ja, das wissen ja die Ratten einfach nicht. Eben, das wissen ja die Ratten nicht, deswegen kann ich sie einfach rausführen. Okay. Rattenschamane. Alles klar. Hä? Oh Gott. Bist du bekloppt? Keine Ahnung, hat man gehört, dass das gibt. Hm. Und ich meine, du hast gesagt, die Ratten laufen dir alle nach. Sehe ich aus wie eine Ratte? Keine Ahnung. Ich habe sie nicht drum gebeten. Ich weiß auch nicht, was da abgeht. Muss man da aussehen wie eine Ratte? Weiß ich doch nicht. Du bist klein, also. Und du bist dick. Du Ratte. Du bist auch kein... Das ist laut gesagt. Ja, hast du. Ich schäme mich nicht für meinen Körper. Kann nicht jeder so extrem dürr sein wie ihr beiden. Das ist richtig, ich bin echt zu dürr. Ich muss mehr essen. Ich habe Hunger. Jojo hat Hunger, obwohl sie niemanden den Kopf weggeschossen hat? Krass. Na, ihr Geist hat ja gerade irgendwie 50 Millionen, keine Ahnung was es war, gekillt. Na, von Killen habt ihr nichts gesehen, er hat sie verscheucht. Mhm. Das wissen wir ja nicht. Das wisst ihr nicht, das ist richtig. Na gut. Ich hab Hunger. Dann lass uns irgendwo hinfahren, was essen, ich könnte auch was essen. Vielleicht sollten wir uns erstmal andere Sachen anziehen. Wir sind voller Scheiße, Billy. Wie wär's mit Duschen? Gute Idee. Wenn's schnell gehen soll, weil der Hunger groß ist, ist hier gleich ein Sarghotel in der Nähe. Nee. Nein. Also wir können schon noch duschen. Okay, dann sagt mir, wo ich euch rauslassen soll, und dann können wir uns noch irgendwo treffen, was essen. Bei Jojo schnell in die Wohnung, einmal sie duschen, einmal ich duschen, wieder in meine normalen Klamotten, und dann geht's los hier. Vicky schmunzelt. Nee, dann sagt mir, wo ich euch absetzen soll. Na, dort, wo ich dich abgeholt habe, ja. Ja, bitte. Wir gehen dann aber auch nur kurz was essen. Ich habe nämlich noch eine ganze Menge zu tun. Ja, nur essen. Das dauert ja bei dir bestimmt lang genug. Richtig. Und danach muss ich los, weil sonst kriege ich nämlich deine Knüfte nicht mehr fertig. Husch, husch, die Waldfee.
Schweinerei. Okay, das musst du jetzt erklären. Die Viecher klangen wie Mutantenschweine. Natürlich, es waren in Wirklichkeit auch Mutantenschweine. Das habe ich bloß relativ schlecht beschrieben. Das sollte eigentlich rauskommen, aber naja, jetzt von ist es zu spät. Ja, Evo-Mutantenschweine, die machen doch nichts anderes. Warum haben die denen noch nicht die Stimmbänder weggezüchtet? Ja, wozu denn? Oder sind das so komische Schweine à la Hannibal, die da extra drauf gezüchtet wurden und darauf trainiert wurden, Menschenfleisch zu fressen? Nee, also bei Snatch habe ich gelernt, das muss man gar nicht trainieren. Ja, okay, bei Hannibal war es eben das Menschenfleisch, ne? Richtig, sie mussten ihn ja bei lebendigem Leibe zerfetzen. Ja, okay, dann waren es zwei. Hundekämpfe sind out, Schweinekämpfe sind in. Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man sich überlegt, bei laut SR-Hintergrund gibt es bei Evo einen freien Geist namens Butterblume, der im Konzernvorstand sitzt. Ja, da können die auch auf jeden Fall Mutantenschweine züchten, das stimmt schon. Warum hat sich dieses Ding eigentlich Butterblume genannt? Na, in der weit entfernten Metaebene, wo sein Geburts- und Lebensort ist. Warte mal, heißt nicht die Tussi von Tom Bombadil aus dem Herrn der Ringe, auch Butterblume, haben die das etwa davon geklaut? Das muss ich sagen, ist extremst armselig. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob sie so heißt, aber ich glaube, sie hieß so. Heißt. Alter, frag mich doch nichts über Herr der Ringe, ich fand das nicht so geil. Vielleicht das ist es ja auch irgendwas, was in Englisch besser kommt mit Butterblume, aber ich glaube das auch nicht. Das weiß ich gerade nicht, weil ich nicht weiß, was... Buttercup ist nicht wirklich besser oder Dandelion, was ich auf jeden Fall aussprechen kann. Ich glaube, die haben das aus dem Herrn der Ringe geklaut. Möglich. Macht es weder besser noch schlechter. Und jetzt werden ganz viele Leute reinschreiben, dass ich überhaupt, also ganz viele zwei, einer, keiner, reinschreiben, dass ich wieder... Danke, dass ich wieder vollkommen Unrecht habe, weil dieses Ding eigentlich anders heißt. Das wäre endlich mal was, wenn dich jemand berichtigt, damit nicht nur ich das machen muss. Das stimmt schon. Ja, aber vielleicht habe ich das auch. Ist eigentlich Wurst, ich muss jetzt aufhören, darüber zu philosophieren, ob dieses Vieh jetzt auch Butterblume hieß. Dieser Name ist auf jeden Fall scheiße und zeugt nicht gerade von der Intelligenz dieses freien Geistes, obwohl ich eigentlich immer dachte, Geister seien zumindest die etwas älteren, wie auch immer. Ja, aber stell dir mal vor, dein Lebensumfeld und dein Geburtsort besteht nur aus einer riesigen Wiese und du hast nicht viele Worte außer Baum und Gras und alle Blumen. Das qualifiziert nicht zwingendermaßen dafür, in einem Konzernvorstand zu sitzen. Das meine ich ja auch. Also ich finde ja auch, das ist so ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, da ist es wirklich müßig drüber zu sprechen. Vor allem, wenn wir jetzt noch hier, Creative Commons, weißt du Bescheid, Non-Commercial Attribution 3.0, Musik Tops von in Kevin Amerika. Krauts. Tops in Amerika und Pegasus in Deutschland, Rechte und so weiter und Intro- und Outro-Musik Kremlkrauts, weißt du Bescheid. Und das mit der Butterblume, das müssen wir irgendwann nochmal anders eruieren, heißt das. Oder evaluieren. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was es wird. Vielleicht macht ihr das erosieren. Auch in Time. Erodieren. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch erigieren. Das wird auf jeden Fall, vielleicht erigieren wird irgendwas in der nächsten Folge. Wir werden gucken, wir wissen es ja auch noch nicht. So, bis zum nächsten Mal. Nicht? Tschüssen.